Ja, huhu, hier wieder mein Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute Vampire the Masquerade in der 5. Edition. Heute mit dabei, wie immer, meine bezaubernden Spielerinnen und Spieler. Wo fangen wir denn heute mal an? Wir fangen heute mal an bei Kako, der spielt den Gangrel Bruce. Guten Abend. Und Feramin spielt Samantha di Toreador. Hallo. Und Mondschatten spielt Scarlett di La Sombra. Hallöchen. Und last but not least haben wir unseren Tremere Ronan gespielt von Rerion. Hi. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wir haben ein bisschen Verspätung. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Ja, wir spielen Vampire the Masquerade dann in der World of Darkness. Dies ist ein Rollenspiel, nur um euch da nochmal zu erinnern. Oder falls ihr zwischendurch reinschneit und das zum ersten Mal schaut. Die World of Darkness ist dafür bekannt, dass es gruselige und böse, krasse Szenen geben kann. Falls euch irgendetwas angreifen, triggern oder sonst irgendwie anfassen sollte in dem, was wir hier machen. Fühlt euch frei, umzuschalten, wenn ihr das als Video guckt, irgendwie vor- oder zurückzuspulen und euch was anderes anzuschauen und uns einen Kommentar zu hinterlassen, dass wir sowas am besten nicht mehr machen sollten oder so. Lasst uns das wissen, wir können dann gerne drüber quatschen. Aber seid gewarnt, dass es zu solchen Sachen kommen könnte. Nicht muss, aber könnte. Deswegen ist World of Darkness draufgeschrieben und das ist auch drin. Aber da es ein Rollenspiel ist, bitte haltet Dinge, die passieren, die Charaktere sagen, tun oder machen, niemals gegen die Spielerinnen und Spieler vor, sondern immer nur gegen die Charaktere selbst. Da wären wir euch sehr verbunden. Genau. So, außerdem, wir spielen in der Stadt ohne Namen. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, einen ziemlich ausschweifenden Rückblick gemacht. Das versuche ich mir jetzt ein bisschen kürzer zusammenzufassen. Die Stadt ohne Namen ist von der Landkarte so semi verschwunden. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie eine ganze verdunkelte Stadt vielleicht. Wird einfach komplett ignoriert von den Menschen. Die Stadt hat außerdem noch den andere Eigenart, dass Vampire sie nicht verlassen können. Und in der Stadt ist eine ziemlich kaputte Camarilla-Struktur inzwischen, wobei Feramin und ihr Charakter Samantha die Sheriff-Rolle hat bekommen hat in dieser Camarilla-Struktur und die Camarilla sich selbst nicht im Klaren ist, wie schlecht es um sie steht. Einmal, weil so wenig Vampire nur noch über sind in der Stadt. Und andererseits gibt es halt eine Bedrohung, die unterhalb der Stadt lauert, die ihr beim letzten Mal entdeckt habt. Also nicht die Bedrohung selber, sondern irgendwie die ersten Ausläufer und die nahen. Also Scarlett ist ganz nah in Berührung gekommen mit dem, was da unter der Stadt lauert, ohne es direkt halt schon gesehen zu haben. Außerdem gibt es halt auch eine Anarchengruppe, die Anarchen manchmal so sind, etwas chaotisch agieren aber auch ihre Freiheit und ihren Platz in dieser Stadt beanspruchen. Und so hat jeder seine eigenen kleinen Problemchen. Einerseits muss man mit den Strukturen der Vampirgesellschaft irgendwie klarkommen und versuchen, sie in geregelte Wege zu leiten. Und andererseits hat man dieses große Übel, was erstens unter der Stadt lauert, und ihr habt zusätzlich auch Hinweise bekommen, dass von außen Vampire in die Stadt hineindrängen. Anscheinend ist diese Ignoranz der kleinen Stadt ohne Namen etwas aufgebröckelt und ein paar anscheinend sehr mächtige Fraktionen außerhalb der Stadt haben auf einmal Interesse an dieser Stadt. Wie groß das Interesse ist, ist noch ungeklärt, aber zumindest baut sich da durchaus ein Bedrohungspotenzial auf von außen. Ja, außerdem können wir für heute, vielleicht ist es ganz wichtig zu wissen für die heutige Session, habt ihr vor einigen Runden ein Elysium gehabt. Da ist es dazu gekommen, dass der damalige Sheriff Ronan einen Vampir der Stadt irgendwie verschont hat vor einem, vor einer Gerichtsmaßnahme, nämlich die gute Sarah G.,
Ronan hat sie inhaftiert quasi in den Zellentrakt, der unter dem Club von Samantha ist eingesperrt. Und der Vorwurf, der nicht offen ausgesprochen wurde, aber der zumindest halbwegs auf der Hand lag, ist, dass Sarah G. zum Sabbat gehört. Einer Fraktion, mit der ihr bis jetzt überhaupt noch gar keine Berührungspunkte gehabt habt. Und dass sie gegen die Camarilla irgendwie agieren sollte, was bis jetzt überhaupt nicht in euer Bild von dieser Dame passt. Und da stand auch noch ein Verhör aus, was wir jetzt schon seit einigen Sessions vor uns herschieben, aber was wir heute uns auf die Agenda geschrieben haben. Außerdem hat Scarlett nicht nur beim letzten Mal Kontakt zum Abyss gehabt, zu der Entität, die sich darin verbirgt, sondern hat außerdem ein Angebot bekommen zu einem Treffen mit einem ominösen Keith, der irgendwas von ihr will. Was genau liegt, ist auch noch so ein bisschen im Wagen. Aber auch das könnte heute irgendwie passieren. Und wir haben Bruce schon einige und andere Mal jetzt entdeckt, wie er sich versucht, einen vampirischen Zoo aufzubauen. Und da hat er schon den Hund Pongo irgendwie in sein Haus reingeholt und eine dicke Katze namens Chet. Und mal gucken, vielleicht ist Bruce da an den Weiten der Stadt ohne Namen noch ein, ob da noch ein paar andere Tiere noch streunen und die man sich noch an Land ziehen kann als tierische Begleiter, wenn ich das mal so nennen darf. Wir spielen auch im Jahr, nicht also im Jahr 2021, sondern wir sind in Time 2019 noch. Und zwar, lass mich nicht lügen, jetzt muss ich wieder gucken. Wo ist mein Kalender? Ich bin gut vorbereitet. Kalender. Wir haben nämlich einen Kalender. Ah. So, wir sind nicht im Januar, wir sind auch nicht im Februar. Wir haben übrigens den Geburtstag von Sam überspielt. Das ist irgendwie ganz gruselig. Ne? Hätten wir eigentlich mal zu uns mal erinnern können. Sehe ich es hier gerade im Kalender sehen. Müssen wir 2020 machen. Wir sind heute, also letzte Folge war am 5. März 2019. Und heute schieben wir das Ganze. Das letzte Mal sind die Charaktere in diesem Bunkerkomplex gewesen, haben da das Übel unter der Stadt entdeckt, haben dann die Trimer-Primogen dort zurückgelassen, die darauf bestanden hat, das Ding zu schützen mit ihrem Gargoyle. Und hat euch versprochen, dass sie drauf aufpasst und ihr auch wiederkommen könnt, um das Ganze irgendwie weiter zu untersuchen. Aber die Nacht war schon ziemlich weit fortgeschritten. Und hier müssen wir gerade mal auf Scarlett ein bisschen aufpassen, denn Scarlett hat das Gebäude dann verlassen mit einem ziemlichen Hungergefühl, spieltechnisch auf Hunger 4. Deswegen schauen wir doch mal, wie Scarlett jagt. Wie jagt Scarlett denn eigentlich so immer? Das haben wir bis, glaube ich, auch noch nie, glaube ich, gehabt, ne? Scarlett ist eher so der Sneaky-Typ, sprich, sie sucht sich ein Häuschen raus in der Nähe der Bibliothek, guckt da, ob da ein Fenster geöffnet ist. Falls keins geöffnet ist, kann sie das auch durchaus knacken und klettert dann halt hoch bzw. springt hoch und trinkt von schlafenden Menschen. Ja, dann würde ich vorschlagen, mach mal einen Jagdwurf, denn so funktioniert es in der World of Darkness in der 5. Edition von Vampire. Man hat dafür einen speziellen Wurf, um das nicht immer alles komplett ausspielen zu müssen. Mhm. Ich kann ja mit meinen Schatten spielen, kann ich mir noch zwei Würfelmodifier damit dazu holen bei Stealths. Mhm. Funktioniert das auch bei dem Predator-Wurf oder? Ja, mach ruhig mal. Okay. Wird wegen der vorangeschrittenen Zeit und der Örtlichkeit, wo es passieren soll, eine Schwierigkeit von 3 mal anlegen. Aua. Tja. Da kommt das Biest wieder ein bisschen zum Vorschein. Nun gut, das passt ja gerade auch ganz gut, weil du ja auch jagst, aber durch 5 Successes hast du es auf jeden Fall geschafft. Mhm. Weil dein Tier macht das schon mit Unterdruck. Wie sieht das aus? Nun ja, sie hat auch, weil ihre Kräfte auch zugenommen haben, hat sie auch mittlerweile den Uncanny Grip für die Zuschauerstärke 3.
Und das wird, sie wird nicht hochspringen wie sonst, sondern sich wirklich ins Mauerwerk reingraben, dass wirklich auch ihre Fingerabdrücke im Mauerwerk drin sind und sich so nach oben ziehen. Und auch wahrscheinlich wird dann nicht gewartet, ob ein Fenster auf oder zu ist, sondern einfach durchgegriffen, Fenster auf und ja. Ja, die Scharniere irgendwie aus den Angeln gehoben und dann mit einem lauten Krachen, vielleicht wacht die Person, die dahinter geschlafen hat, auch in dem Moment auf, aber das ist ja dann auch egal. Ja, weil dann stürzt sie sich auf und ich denke mal, auch wenn das Biest mit durchgeht, dann trinkt sie, bis die Person halt auch den hier macht. Heißt? Sie tötet die Person dahinter. Okay. Das ist jetzt ein... Dann geht dein Hunger auf null. Weil wenn das schon so schön mit dem Tier dahinter auch passt, dann und auch mit der Erfahrung mit dem Ibis, die sie heute hatte, das, ja, ich und denke, das wird alles so ein. Nachdem Scarlett ihren Hunger gestillt hat und vielleicht so ein bisschen im Blutrausch irgendwie, der langsam wieder abklingt, das Hungergefühl sich einstellt in den Zimmern, in denen sie getötet hat, realisiert sie dann wohl, was sie dort getan hat und kriegst auf jeden Fall einen spieltechnischen Stain dafür, weil du es gemordet hast. Ja. Und machst du dann noch irgendwas? Sie wäre erstmal sehr erschrocken, dieses so selber auf die Hände gucken, das Blut und alles. Und tatsächlich wäre die erste Handlung dieses Ronan. Ronan, ich hab Mist gebaut. Ronan. Und ja, ich würde, dadurch, dass Scarlett leider keine Technik bedienen kann, müsste ich erstmal den Schauplatz so zurücklassen und ja, Ronan ausfindig machen. Im gleichen Abend noch, das ist ja fortgeschritten. Ja, weil er ist Detektiv, er weiß, wie man einen Tatort irgendwie wieder hübsch kriegt. Ja. Gut, dann ich denke, bei Bruce und Sam wird die wird das ins Bett, also das ins Bett gehen relativ ereignislos verlaufen. Vielleicht schaut Sam sich noch die Abschläge vom Club noch an, irgendwie die Abrechnungen, ob das alles so seine Ordentlichkeit hat. Und kann sich dann auch ja im Club zurückziehen. Wo kommt Ronan? Hat ein Hotelzimmer gehabt, ne? Die hat sogar noch keinen festen neuen Wohnsitz. Wobei er auch noch nicht gefragt hat. Das ist natürlich die andere Sache. Einfach hat er einfach noch nicht dran gedacht. Also wird er noch das alte Hotelzimmer bewohnen und sonst halt von Hotel zu Hotel tingeln. Heißt, Scarlett würde aber wissen, wo sie dich zu finden hat? Ja, also die drei, die wissen, wo er gerade noch wohnt. Ja, gut, dann würde ich sagen, das ein bisschen Nachdruck zu hinterlassen, irgendwie eine halbe Stunde bis Sonnenaufgang. Ja. Scarlett würde auch nicht durch die Haupteingangstür reingehen. Sie würde schauen, wo ist dein Zimmer? Und gleiches Spiel wie eben, also nicht Mauer hochklettern, sondern so an dein Fenster springen und dann so poch, 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 poch. Mach auf, Ronan! Sag mal, was machst du da drin? Hey, Ronan! Psst! Eine halbe Stunde. Scheiße. Ja, ja gut, lass mal es ein bisschen länger, damit ihr auch noch agieren könnt. Mach mal eine Stunde drauf, ist okay. Ja, also dann so. Gut, dass ich dich antreffe. Du musst sofort mitkommen. Und sie hat dich eigentlich schon so an der Hand. Wohin was? Siehst du schon, jetzt in der Theorie, brauchst du irgendwas, um einen Tatort wieder herzustellen, dass man nicht sieht, dass es ein Tatort ist. Also, dass es kein Tatort ist. Guck mich nicht so an. Es war ein Unfall. Es ist nicht so, wie es aussieht. Na, komm mit. Und tatsächlich, sie würde dich so nehmen, Huckepack nehmen, das Fenster wieder nach unten springen und dann mit, wie schon gesagt, Schattenspiele so einwickeln. Und dann geht's aber wupp, 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 so schnell wie möglich zurück. Also das ist so, Ron wird da gerade wirklich überfallen. Frage ist, ob er das mit sich machen lässt. Im ersten Moment ist er auf jeden Fall ein bisschen schockiert, weil er wird gerade entführt. So. Umhüllt von Schatten. Es
Scarlett. Es ist ja alles sehr schön, aber es ist echt gruselig hier. Warte, du hast noch nicht alles gesehen. Will ich das? So im Laufen, so. Ich hatte Hunger und ich wollte jagen gehen und irgendwie, das ist alles eskaliert, das ist schiefgelaufen und da war das ganze Blut und er war tot und das Fenster ist kaputt und... Ja, und dann stehen wir wahrscheinlich schon vor dem Corpus Delicti und du siehst halt auch wirklich diese Abdrücke im Mauerwerk, wie das Scarlet wie so eine Eidechse nach oben ist. Ist so ein Mehrfach-Apartment-Haus, so mit kleineren Apartments drin, wo irgendwie so mehrere Zwei-Zimmer-Apartments zueinander gereiht sind. Scarlett, also ich bin ja gut, aber so schnell kriege ich keinen neuen Putz. Was macht man jetzt? Kann man das gut von der Straße aus sehen oder ist das ein bisschen, sag ich mal, versteckt? Also wer nur da entlangläuft, wird die Spuren nicht sehen. Also wenn jemand, der da wohnt und der da darauf achtet, was mit der Fassade ist, wird es auf jeden Fall bemerken. Jemand Passant oder so wird da wahrscheinlich nicht viel bei denken. Also das wird auffallen. Das können wir nicht irgendwie faken. Nee, das ist mir klar. Ich meine, theoretisch, es geht mir auch mehr darum, was da drin ist. Einmal Scarlett auf Zug. Du wirst wieder Huckepack genommen und dann aus dem Stand. Also nach Blut wird es nicht riechen, weil das hat alles Scarlett getrunken. Also, wie sieht der Leichnam denn aus? Also was hat Scarlett ihm angetan? Einfach komplett leer gemacht. Aber jetzt nicht irgendwie mit Stärke auseinandergerissen oder sowas? Nee. War ja kein Beastial Fail, also kein Patzer, ne? Oder wenn... Dabei Tentakel und sowas man ja nie. Wie alt sieht die Person aus? Also ist das jung oder älter? Wird so Anfang 30 sein. Ein Mann irgendwie mit 3-Tage-Bart. Scheiße. So ein Karohemd. Also kennt diese Flanell-Schlafanzüge, die so Karos haben. Okay. Schläft ich hier alleine oder schlafen da noch mehr? Ist halt eine Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwie wahrscheinlich hier, also ein großes Zimmer, wo halt so ein Küchending halt dran ist. Irgendwie so siehst du, ist halt so eine Couch, die man ausziehen kann, da hat er drauf geschlafen. Wahrscheinlich gibt es noch ein weiteres Zimmer. Also zumindest kann Ronan die Haustür sehen, die klar erkennbar ist durch diesen Spion. Und dann noch eine weitere Tür und das Bad steht offen. Das heißt, du kannst das Bad aussehen. Dann so eine kleine Taschenlampe raus, deckt den Lichtschein so ein bisschen ab und guck mal, ob irgendwo Blutspritzer sind, also auf der Couch oder so, also ob es so sauber war, dass tatsächlich nichts daneben gegangen ist. Also ich denke mal, dass dann nicht viel, wenn da was daneben gegangen ist, hat sie das wahrscheinlich auch genuckelt. Also da du da auch ganz normal getrunken hast, also es ist ja jetzt nicht so messy, das ist einfach nur leer gesaugt. Können wir irgendwen anrufen? Das ist doch immer in diesen Filmen und in den Büchern so, dass du kannst irgendwie diese Cleaner oder wie die heißen anrufen und die machen dir das alles wieder schick. Scarlett? Ja. Ich bin nicht mehr Teil der Mafia, sonst würde ich das gerne machen. Okay.
Wie war das? Kaniten haben keine französischen Fingerabdrücke, ne? Ich glaube nicht, nee, wegen Fett. Du hast ja keine Fettproduktion mehr an den Händen. Ja. Gut. Dann wird man jetzt erstmal gucken, ob sie irgendwo direkt von draußen reingebracht hat, also ob irgendwo Spuren sind, die von draußen nach drinnen führen. Ja, das Fenster ist halt der kaputt, ne? Also ansonsten. Also jetzt nicht die Scheibe eingeschlagen, aber es ist halt, sie hat ja gesagt, du hast aus den Scharnieren gerissen. In Amerika gibt es ja diese Schiebefenster, irgendwie wahrscheinlich so einfach knack aufgebrochen und dann. Okay. Wir haben zwei Möglichkeiten. Ich würde es in dem Falle vielleicht aussehen lassen wie ein Einbruch. Hervorragende Idee. Da muss aber auch was fehlen. Okay. Beziehungsweise wir müssen Einbrecher durchwühlen, normalerweise gezielt die Schubladen und zwar von unten nach oben. Scarlett fängt schon an. Flup, Schublade auf. Flup, 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 flup. Ja, so wird er mal so quasi ja tatortmäßig mal so quasi andersrum begutachten, so was er stehlen würde, beziehungsweise was einen Marktwert tatsächlich hätte, falls da überhaupt was ist. Ja, irgendwie eine Spielkonsole, Fernseher, Laptop, Tablet. Das ist sowas von Wert. Ansonsten siehst du da jetzt nicht viel, also ja, okay. Kein Koffer voll Bargeld oder so. Schade. Ich glaube, das teuerste dürfte dann der Laptop sein. Vermutlich wird er den einstecken. So. Jetzt müssen wir entweder ihn verschwinden lassen oder er muss. Ja, am besten ist er verschwindet. Okay. Weil blutleer können wir schlecht erklären. Ja, dann aber einen Weg gehen. Das fällt auf, wenn wir draußen einfach mit dem rumlaufen. Gibt es hier eine Decke? Ja, klar, auf dem Bett. Er hat aber auch so einen Teppich, also den man. So ach, der Klassiker. Das habe ich in einem Film gesehen. Das habe ich in einem Film gesehen. Und Scarlett so. Und fängt an, den so. Rollt ihn in den Teppich ein. Es ist so ein indigener gestickter Teppich. Also. Ich stelle mir, nee, es ist nicht gestickt, wie nennt man das? Gehäkelt? Also dieses mit großmaschiges. Mhm. Gewebt? Ja, klar, Teppiche gewebt man, aber ich stelle mir auch mit großen Lücken drin. Also ich weiß nicht, ich kann es gerade nicht so richtig beschreiben, wie ich mir das irgendwie vorstelle. Mit, weniger als wie ein klassischer gewebter Teppich, als irgendwie so eine Vorlage, die man halt mit etwas grober hergestellt hat. Gut, und dann müssen wir die Leiche verschwinden lassen. Wie macht man das? Weiß ich zufällig oder weiß ich, ob es ob es Schweine in der Stadt gibt oder halt ein bisschen weiter aus, so eine Ranch oder so. Ja, Tiere und Farmer gibt es auf jeden Fall, ja. Gut, dann brauchen wir jetzt einen Schweinestall. Also, ja, Schweine, ich weiß gar nicht, Schweine, wahrscheinlich eher Rinder als Schweine, aber Rinder wird es auf jeden Fall geben. Ja, das. Kojoten in Texas. Rinder helfen. Ja, gut, die züchtet man jetzt ja nicht. Ja, gut, aber es gibt da noch so einen anderen Kainiten, der es irgendwie so mit Tieren hat und so. Das ist richtig. Weißt du, ich glaube, wir rufen Bruce an. Gute Idee. Ich gehe so ein paar Schritte von dir weg, dass du das Handy benutzen kannst. Ein Stift. Ja, du wirst auf jeden Fall die Telefonnummer haben. Ich habe ja kein Handy mehr, aber ich habe ja für die Wohnung halt eine Nummer. Dann klingelt irgendwann morgens das Telefon und Pongo, der im Haus gerade irgendwie sich gerade in die Ecke gelegt hat, streckt hoch und fängt an zu heulen. Ich schreck dann noch so hoch. Bruce hat auch so einen Schlafanzug an. Was denn? Dann stehe ich auf, also Anna schläft ja wahrscheinlich wie ein Stein. Bei der Menschlichkeit. Dann stehe ich auf und dann. Pongo, was ist. Oh. Aus! Pongo, sei leise.
setz dich hin. Dann gehe ich ans Telefon. Ja, hallo? Das ist ein Straßenhund, der wird nicht aufsitzen. Der läuft jetzt wie ein aufgeschrecktes Hündchen durch die Gegend. Dann halte ich halt das Telefon so, also klemm das so zwischen Schulter und Kopf und dann gehe ich so an den Futterschrank. Dann komme ich da so gerade mit dem Fuß dran, dann ziehe ich das Ding auf. So, ja, hallo, hallo? Hey, Bruce. Okay, das ist nicht so erwartet. Ja, Moment, du kriegst gleich was. Was gibt's denn? Deine Hilfe. Kennst du zufällig einen Schweinezüchter in der Gegend oder weißt du, wo viele Kojoten hinkommen? Kojoten müssten im Norden sein, da sind die Rinderfarmen. Ja, hier, Pongo, du kriegst was. Nördlich, wir müssen. Das habe ich die Karte nicht. Wir müssen Highway auf jeden Fall gen Norden, da sind die Kojoten. Ansonsten Schweinezüchter, ich kenne mich doch nur mit Rindern aus. Osten. Osten, der hat, glaube ich, auch ein paar Schweine, der ist aber nicht so groß. Kojoten, das Rudel müsste ungefähr im Norden sein. Warum? Kannst du das genau zeigen? Also könntest du uns hinführen? Habt ihr mal gesehen, wie spät es? Ja, einen Moment. Wo seid ihr? Wir sind gleich da und da und wir müssen eine Leiche verschwinden lassen. Oh, ja, ich bin gleich da. Und dann zuck. Leg ich auch auf. Jetzt, Pongo, wirklich, Mann. Und dann werf ich den nochmal so. Pongo kann da mitnehmen, der kann mit der Leiche spielen. So. Läufst du so. Zweimal um dich rum? Ja, gut. Und dann kraul ich ihm so an den Seiten, was wie die so ein bisschen. So, jetzt musst du aber wirklich ruhig sein, okay? Oder du kommst mit nach draußen. Ich habe was zu tun. Bell zweimal. Ich verstehe den, ja. Können ja. Also sagt er irgendwas? Oder bist du aufgeregt, weil es geklingelt hat? Okay, gut. Dann leg dich wieder dahin. Oder wenn du, also das sage ich mir so direkt, entweder legst dich dahin oder du kommst mit. Aber ich muss jetzt kurz los. Bin ein paar Stunden wieder da. Ja, läuft dir hinterher. Top, okay. Ja, dann gehe ich zu dem angegebenen Ort. Also ich habe mir dann halt nur tatsächlich irgendwie Dann siehst du da Ronan und Scarlett mit einer grobmaschig gewebten Teppich eingerollte, wo so die Füße hinten noch rausgucken. Ich würde mich dann vorher, wenn ich diesen Anblick schon sehe, dann kurz zum Hund wenden. Keine Sorge, die gehören zu mir. Leider. Das sage ich aber auch mit so einem... Also spreche ich mit ihm. Pongo, passt schon. Huch. Ja, der gehört zu mir. So, was ist jetzt hier Sache? Bellt euch an. Ja, klar. Wir müssen den da loswerden. Ich hatte Hunger. Okay. Ich kenne nicht so... Und da wir hier nicht gerade ein Chemielabor in der Ecke haben, bleibt nur die Natur. Ja. Naja. Gibt dir diese Chemietanks. Im Abyss. Ja. Dann müssen wir das aber Veronica erklären, was in dem Teppich ist oder warum wir einen Teppich da reinstopfen. Nicht fragen, wir sind jetzt Italiener. Also, wenn ihr das über Tiere lösen wollt, dann... Wie gesagt, entweder Norden, dann müsst ihr ich habe die Straßennamen leider nicht mehr, dann müsst ihr nördlich von der Fall Street die Straße weiter. Da sind die Rinderfarmen und in der Gegend treiben sich auch die ganzen Kojoten hauptsächlich rum. Oder wir gehen mehr Richtung Nordwesten, das sind so ein paar Klippen und Spalten. Ist da, wo Sam den Stock entsorgt hat. Da ist so ein langer Canyon, ja. Genau, und da gibt es halt überall da noch so, das ist auch so zerklüftet, so kleine Feldspalten. Oder wir probieren es im West, aber das sind hauptsächlich Rinderzüchter. Ich glaube, die haben auch Schweine, aber das weiß ich gerade nicht. Klippen wird man ihn eher nicht finden, denke ich. Ich habe gerade akustisch nicht verstanden. Klippen wird man ihn vermutlich eher nicht finden, denke ich.
Das kann schon sein, ja. Allerdings müssen dann noch 2, 3 Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, bevor wir ihn dort verstecken. Okay. Er muss unkenntlich gemacht werden. Er muss nackig gemacht werden? Nein, man darf sein Gesicht nicht mehr erkennen. Oh. Ich vielleicht weiß, Pongo, ich frage ihn dann auch nochmal so. Du kennst jetzt mit den Hunden hier in der Stadt aus. Gibt es einen Ort, wo die ganzen Straßenhunde rumhängen? Oder weißt du, wo Kojoten sind? Ja, der weiß halt, wo da im Norden dieses Kojotenrudel rumläuft, aber der wird einen Teufel tun, sich mit den Kojoten anzulegen. Nein, aber ich frage den ja nur, ob der weiß, wo sonst was ist. Ja, wenn man aus der Stadt rausgeht, kommen die Kojoten. Okay, dann ist gut. Kraul ihn dann nochmal, gib ihm dann so ein, ich habe so Trockenfleisch, gib ich dir dann so. Er meinte auch draußen die Kojoten, auf jeden Fall. Also ist wohl auch so, dass er da Angst vor hat. Werden wohl also viele sein. Okay. Du bist sprachlos, Ronan. Dann tun wir den Tieren hier noch was Gutes sozusagen. Ja. Okay, gut. Trotzdem dann sollten wir auf Nummer sicher gehen. Das solltet ihr machen, ja. Dann drehe ich mich zu Pongo. Gut, dann müssen wir jetzt einmal nach Norden zu den Kojoten. Also bleib du lieber hier. Wir sehen uns dann bei mir zu Hause. Okay. Bellt noch zweimal in deine Richtung. Ja, wir sehen uns später. Ja. Du schaust ein bisschen lost rein, weil der steht tatsächlich noch in einem Schlafanzug und nur mit so einer Lederjacke über dem Schlafanzug. Wie süß. Danke. Gut. Wie wollt ihr das machen mit dem unkenntlich? Ronan seufzt tief. Ich deute so auf Ronan, er ist der Profi. Also herauszufinden, wer das gemacht hat. Oder, ach nein, ich erinnere mich. Mhm. Immerhin hat hier jemand etwas mehr Anstand als das her. Danke. Ja, und also Ron ist dann auch sehr still, wenn sie da hochfahren, weil er sich schon ausrechnet, dass das sehr hässlich werden wird. Wie machen wir das jetzt überhaupt unkenntlich? Wie funktioniert das? Identifikationsmerkmale erfolgen normalerweise anhand der Fingerabdrücke als erstes Merkmal. Also müssen die Fingerabdrücke weg. Das zweite Identifikationsmerkmal sind die Zähne. Also müssen die Zähne weg. Das dritte Identifikationsmerkmal ist das Gesicht bzw. der Kopf. Können wir ihn nicht einfach verbuddeln? Oder aufessen lassen? Also können die Tiere das nicht machen? Also ich glaube, an Fingern haben die ihre Freude. Ja, nur ist nicht mehr viel Blut drin. Deswegen führt beziehungsweise gar kein Blut mehr. Das heißt, für Raubtiere nicht mehr so interessant. Aber ich würde dennoch gerne auf Nummer sicher gehen, bevor wir ihn den Kojoten überlassen. Okay. Ach, Scheiße, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, sowas. Okay. Also ich ziehe dir nicht die Zähne, dass das klar ist hier. Das musst du auch nicht. Dann ist gut. Ron hat aber einen sehr finsteren Blick, als er das sagt. Ja, also ich würde mal sagen, wir fahren zu der Stelle. Ronan wird dann ein Messer ziehen, also ein Taschenmesser, und ihm noch 2, 3 Stichwunden verpassen, die letal wären. Mhm. Also, guck kurz. Herz, Niere, Hals. Okay. Nur falls, ne, irgendwie noch was gefunden wird. Und dann nimmt er die Kippe und brennt die Fingerkuppen weg.
Mensch, das hat ja mal direkten Nutzen mit dem Rauchen. So ein kurzes tsch, 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 tsch. Dann steckt er das Taschenmesser weg, nimmt die Knarre und schlägt ihm den Kiefer ein. Also steht da mit der Rückseite immer wieder, bis die Zähne zersplittern. Ja. Musst du entscheiden, ob das jetzt für mich irgendwie gerade, da bin ich mir nämlich selber unsicher, ob das so creepy ist, dass das... Ich denke, aufgrund seiner Historie könnte sein, dass er es mal gemacht hat, aber es ist auf jeden Fall nichts, was er gerne macht und was auf jeden Fall weird ist. Deswegen würde ich schon ein Stain geben wollen an der Stelle. Also man merkt dann auch, so während er halt das guckt, der Handwerk nach den ersten zwei, drei Schlägen, scheint er sich an was zu erinnern und wird dann einfach eiskalt, professionell, hämmert er auf den Typ ein, bis man von dem Gesicht auch nichts mehr wirklich erkennt. Also zerstört ihm auch das Gesicht. Ist ja gerade für den gläubigen Ronan irgendwie eine Totenschändung. Deswegen. Hat dann so die Knarre, wo noch ganz minimal Blut dran ist. Das ist halt, was noch als Rest vielleicht in den Gefäßen herumgesickert ist. Ist in der Tat so irgendwie, da ist nichts mehr mit Blut. Scarlett hat den komplett bis auf den letzten Tropfen ausgetrunken. Macht trotzdem so routinemäßig dann die Knarre sauber. So, jetzt müssen wir. Fette und Wasser und so wird gerade jetzt noch klar sein. Jetzt müssen wir nur noch in einem Müllcontainer vorbei und den Teppich da rein und das Taschentuch. Und dann sind wir sauber. Scarlett? Ja. Die Tür benutzen das nächste Mal. Nicht an der Fassade entlang. Okay, mach ich. Normalerweise bin ich auch sanfter, was das angeht, aber ich hatte irgendwie Hunger. Entschuldige, ich wollte euch nicht in Probleme bringen. Was ist passiert? Ich gehe mal davon aus, wir stehen schon irgendwo in der Wüste, in Norna, wo ich gesagt habe. Wenn ihr den also aus dem Teppich, also ist ja schon aus dem Teppich gerollt habt, dann würde ich nochmal, wenn ihr gerade dabei seid zu gehen, dann würde ich auch nochmal so ein Kojotenheulen aufsetzen. Zum Glück kann ich ja hundeartige Sprache. Und ich immer denke, dass sie sich kurz fassen, wenn es um Futter geht, dann würde ich einfach nur so ein Heul mit hier so in die Nacht rein, dann werden die das ja hören. Ich hoffe dann auf eine Rückmeldung. Dann kommen die ja. Hoffe ich das. Ja. Ja, während Scarlett und Ronan schon auf dem Rückweg sind und du dann noch geheult hast, hörst du so hinter dir ein Sniff. Ich drehe mich um. Ja, so eine Schlange, die irgendwie nach oben ist, so eine Speikobra, die so eine Kobra? Mein Freund, was machst du denn hier? Dann gehe ich zu dem nach unten. Was macht ihr denn hier und warum rufst du die Kojoten her? Die jagen die. Die essen gerne Schlangen. Die essen gerne Schlangen? Oh, tut mir leid, das wusste ich. Ich wusste gar nicht, dass du hier lebst. Oh, bitte verzeih mir. Was soll ich denn jetzt machen? Die sind schnell hier. Ich kann dich in Sicherheit bringen, wenn das dir hilft. Sir Worth Minister. Kein Problem. Dann komm raus. Ich hatte dann auch so die Hand in das er dann so hoch. Schlängelt sich den Arm von Bruce hoch. Gut, dann bleib am besten da oben. Ich bringe dich an einen sicheren Ort. Wie heißt du eigentlich? Ich bin der Pharao der Wüste. Der Pharao der Wüste? Apophis. Apophis? Oder Apophis? Apophis! Spreche ich undeutlich, oder? Nein. Pharao, gar kein. Nein. Ja, und dann seht ihr halt, wie ich, wie wahrscheinlich so aus dem Kragen dieser aufgesetzten Lederjacke dann so eine Kobra rausguckt. Guckt euch böse an. Macht die ganze Zeit. Alles gut. Wir klären das. Bruce hört einfach nur, Apophis, spreche ich unleutlich, jetzt lauf endlich.
Nein, 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 nein. Apophis, alles gut. Ich hab's verstanden. Ja, und dann drehe ich mich immer so zu der Kobra, die halt so hier sitzt und guckt ihr so in die Augen und dann... Nein, 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 nein. Aber ich würde dich mehr fragen darf, wie kommst du eigentlich hierher? Wie kommst du denn hierher? Ich wohne hier. Du wohnst hier, aber... Also, wenn ich das so sagen darf, Apophis, eigentlich gibt's hier gar keine Kobras. Tja, hast du gedacht, wa? Kennst du dich ja zufällig aus in der Wüste? Also bist du hier wirklich der... Ich bin der Pharao hier. Klar kenne ich mich auf. Cool. Das ist gut zu wissen. Du, ich kenne mich auch in der Stadt ziemlich gut aus. Aber hier in der Wüste tatsächlich noch nicht so gut. Vielleicht können wir uns da ja mal gegenseitig helfen. Ich wüsste auch, wo es ganz gut Ratten gibt. Davon mal abgesehen. Ich weiß auch, wo es Ratten gibt, aber vielleicht kennst du größere. Oh, ich kenne... Also... Wenn ich was kenne, dann weiß ich, wo dicke Ratten sind. Aber wir können uns ja später nochmal unterhalten. Ich bringe dich jetzt erstmal an ein verlassenes Haus. Da bist du auf jeden Fall sicher. Na gut. Fahr mir davon. Wehe, das stimmt nicht. Es hatte schon reptiloide Vorbesitzer. Ist das so? Ja, ja, die sind aber ausgezogen. Da bin ich mir sicher. Hoffentlich haben die nicht gerochen. Gemüffelt. Wie riechen Klapperschlangen? Naja, ich dachte mir von sowas. Ja, das ist ja nochmal... Ja, das ist ja... Gut, ich kenne mich da nicht so aus. Aber du wirst es ja sehen. Keine Sorge, das kriegen wir hin. Yalla, yalla. Ja. Tut mir leid, er diskutiert sehr gerne. Ron hat sie Sprache verschlagen. Erian ist gemutet, immer noch. Ja, ich vergesse es immer wieder. Ron so mit hochgezogener Braue, wenn die ganze Zeit so am Zischen ist mit dieser Kobra. Das ist schon mal ein Stargate hier. Das ist eigentlich sehr interessant. Ich kenne Stargate nicht, aber das, okay. Irgendwann hat er eine Arche Noah. Ich arbeite dran, tatsächlich. Ich muss ihn einmal ganz kurz, ich muss kurz einen Abstecher machen, aber oder kriegt ihr das auch alleine hin? Ich glaube, das kriegen wir hin. Eine Mülltonne finden wir gerade noch so. Dann ist gut. Ich überlasse euch das dann mal. Ich muss ihn hier irgendwo in Sicherheit bringen. Klar. Wie heißt er denn? Oh Gott. Apophis, er nennt sich den Pharao. Also er bezeichnet erst der Pharao hier. Apophis. Cooler Name. Ja, fand ich auch. Plötzlich schleppt er einen Eisbären an. Dann sag ich zu ihm, sie hat deinen Namen gelobt. Ich auch. Ich finde deinen Namen äußerst schön. Kann man auch was bei dir auf die Wunschliste setzen? Ich finde Kaiserpinguine total toll. Die sind schön groß. Du meinst, dass ich einen besorge? Ja. Ist die irgendwie doof? Als ob es hier Pinguine gibt. Sie verstehen? Sehr gut. Hältst du mich für doof? Nein, ich sehe, du bist gebildet. Also einige Tiere können Menschen nicht verstehen. Aber das mit dem Pinguin habe ich auch nicht verstanden. Ich weiß jetzt nicht, wann ich einen herkriege, aber wenn sich die Gelegenheit übrig, dann kann ich gerne mal zwischen dir und dem Pinguin vermitteln. Fantastisch. Danke dir. Kein Problem. Sag doch gleich, dass du sie anlügen willst. Das wollte ich jetzt nicht so sagen. Vom Guten ab die Post. Gut, wir müssen uns beeilen. Bald geht auch die Sonne auf. Müllcontainer, Sachen rein. Okay. Und, ich bringe den Pharao weg. Wenn du den zu dir nach Hause bringen willst, machst du das? Oder wo bringst du den hin?
Ich hatte eher überlegt, den an den, den zum Trailer zu bringen, weil da weiß ich auf jeden Fall, dass da gerade momentan keiner drin ist, höchstwahrscheinlich. Außer ist jetzt in den letzten Tagen jemand eingezogen und ich weiß, dass da drunter halt alles safe ist. Okay, dann bringst du ihn dahin. Ja. Schade, ich habe mir schon vorgestellt, wie der so bei Chat auf, so. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Da wäre jetzt eine Boa Constrictor lustig gewesen. Eine Boa wäre schon lustig, ja. Bruce mag doch Chat eh nicht so gerne. Oh, ich hatte doch nur Haustiere. Das war das Geschenk an meinen Sire. Das ist unsere Kacke. Okay. Wäre das auch gelöst? Ja, Scarlett, und das waren die Grundlagen, wie man eine Leiche unkenntlich macht. Ich hoffe, dass ich das nie selber mal anwenden muss. Das sah recht rabiat aus. Zerstückeln und dann in den Schweinetrog werfen, sorgt dafür, dass die Leiche innerhalb kürzester Zeit verschwindet. Okay. Und macht die Mafia das. Okay. Und dann Säure. Falls du ein Säurebecken hast, dauert das auch nicht lange. Noch nicht, aber ich glaube, ich würde das auch nicht normal machen. Ich glaube, ich brauche kein Säurebecken. Ron, guck mal ein bisschen auf seine Hand. Das war echt seltsam. Komisch, an was man sich noch erinnert. Die schlechten Seiten verdrängt man irgendwie immer. Aber es hat uns in dem Fall geholfen. Danke dir. Tja. In einer Verbrecherkarriere ist tatsächlich nur sehr wenig wirklich sehr romantisch. Nun ja, weißt du eigentlich, wenn du das jemals als Sheriff benutzt hättest, ich glaube nicht, dass es sich irgendjemand getraut hätte, dir dann auf der Nase rumzutanzen. Ja, ich hab Joe umgebracht. Stehend. Weißt du, wenn man, ich hätte ja fast gesagt, er hat den Tod eines Soldaten verdient gehabt. Nur so sehr wenige sollten auf den Knien ihr Leben aushauchen. Auch der Tod kann respektvoll kommen. Das stimmt allerdings, ja. Trotzdem danke. Wenn du mal bei irgendwas Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid. Ist schon so, halb die Tür am Aufmachen. So macht sie dann nochmal zu. Ich möchte die Kirche. Okay. Das sollte kein Problem sein. Wir sind ja momentan in Verhandlungen. Ich glaube, das würde mir helfen. Das kriegen wir hin. Veronica hat ja sowieso schon Zugeständnisse gemacht, dass sie vielleicht ihr Gebiet mit den Anarchen tauscht. Und wenn wir mit den Anarchen sprechen, dass sie in die Innenstadt können, dann sind die wahrscheinlich glücklich, dass sie nicht auf die Kirche so sehr pochen werden. Dann könnten wir die für dich abstauben. Ja, das wäre gut. Dann machen wir das. Dann werden wir quitt. Mhm. Und sie hält dir so die Hand hin. So, ja. Dir. Ja, schlägt ein. Und Scarlett? Ja? Entführe mich nie wieder. Sorry, ich war ein bisschen in Eile und ein bisschen in Panik. Guten Morgen. Ja. Ja. Dann, könnt ihr alle mal einen Roll machen für euren Hunger? Ein Rouse-Test zum Aufwachen für den nächsten Tag? Fantastisch. Hunger. Yeah. Bist du gemutet, Corley?
Sam auch nicht, sag ich. Gut. Dann sind wir am Folgetag, wo vielleicht fangen wir dann bei Sam mal an, weil die heute noch gar nicht war. Was macht Sam denn, wenn sie erwacht am nächsten Tag? Also in der nächsten Nacht, klar, ne? Die würde mal ihren Rechner anschmeißen und gucken, ob es von der Highschool hier am Ort ein digitales Jahrbuch gibt. Ja, bestimmt. Und dann würde sie sich das mal auf ihrem, also keine Ahnung, PDF oder sowas, wenn das das ist, mal speichern. Und dann die zwei suchen, die sie im Keller hatte. Mhm. Ja. Also nach den Bildern und gucken, in welcher Klassenstufe die sind und sich dann anfangen, eine Liste zu schreiben. Und auch durchblättern, ob sie noch irgendwelche Leute wiedererkennt, die auf dem Rave waren. Okay. Ich schätze mal, es wird eine Weile dauern. Ja. Was ist das Erste, was Bruce macht, wenn er erwacht? Ja. Es ist ja dann, also ich stehe ja vergleichsweise früh auf. Also die Sonne ist untergegangen, aber noch so leicht hell. Ich würde dann mal direkt wieder zum Haus gehen. Also zu meinem alten Haus quasi, wo ich den Pharao geparkt habe. Ja. Weil ich gehe mal davon aus, dass ich ja unser Security-Team, die wissen ja schon, wie das abläuft. Die muss ich jetzt nicht jedes Mal briefen. Ist auch kein Elysium. Und die Schichten, die sind ja sowieso immer gleich eingeteilt. Dass halt quasi vorne zwei sind, immer einer der beiden weiblichen Security Mitglieder und halt einer der vier Kerle. Die anderen würden ja dann entweder in ihrem Warteraum bleiben und halt so Kameras überwachen und sowas. Dann wechseln die sich ja ab. Das war ja abgesprochen. Ja. Und was machst du dann da? Ja, ich würde gucken, ob der noch da ist. Ja, der schlängelt da noch rum. Hm. Und? Warst du eurer Zufriedenheit? Schön fattig hier. Dachte ich mir. Du hattest erwähnt, du bist der Pharao hier? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch läuft. Tut mir leid, ich bin da unwissend. Habt ihr sowas wie eine Hackordnung hier unter der Schlange, oder? Na, ich bin der Pharao. Das wissen alle anderen auch. Ich hoffe. Okay. Du, ich will ehrlich sein, Pharao, ich hätte nicht erwartet, dich hier zu treffen, aber du... Ich... Komm ja auch nicht von hier. Das dachte ich mir schon. Ich lustigerweise auch nicht. Aber dass du dann. Komm mal auf Ägyptenland. Ah, okay. Ich komme aus England. Ich weiß nicht, ob man das raus. Das ist weiter oben auf der Kugel. Oben von was? Von hier? Von Ägypten. Da, wo die Kojoten sind. Nein, von Ägyptenland. Oder ist. Moment, fällt mir irgendein Tierhandel ein, der Ägypten nach. Oder irgendwie so ein Shop oder so? Okay. Das wäre jetzt auch nur lustig. Na, ich ein bisschen nördlicher von Ägypten. Land. Ah, wo? Okay. Da ich dachte, da wäre Wasser. Auch. Aber das ist gar nicht mal so wichtig. Du. Ich würde dich was fragen wollen und dir vielleicht ein Angebot machen. Ist das okay? Mhm. Ich würde dich gleich an einen Ort bringen, wo du relativ einfach fette Beute machen kannst. Das klingt doch erstmal ganz gut, oder? Hast du mir gestern schon versprochen, hier waren keine dicken Ratten. Nein, 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 da sind auch keine dicken Ratten. Aber ich kann dir einen Ort zeigen, wo bestimmt welche sind. Ich bräuchte da nur deine Hilfe in Zukunft. Vielleicht, dass wir öfter mal zusammenarbeiten.
Du hast ja bestimmt Ahnung davon. Also ich gehe davon aus, du treibst dich hier überall mal rum, oder? Oder hast du deinen Bau hier? Hatte den Bau da, wo du die Kojoten hingerufen hast. Da gehe ich bestimmt aber jetzt nicht mehr hin. Das ist okay. Ich bräuchte deine Hilfe in Bezug auf die anderen deiner Schlangen untertan. Du bist ja der Pharao. Richtig. Richtig. Es geht so ein bisschen darum, du kannst, glaube ich, mehr mit denen verhandeln, als ich es tue. Und damit so Sachen wie gestern nicht einfach nochmal passieren, da übrigens möchte ich mich nochmal für entschuldigen, brauche ich deine Hilfe. Denn ich muss halt wissen, wenn sowas in der Wüste nochmal passiert, weißt du? Ich bin so ein bisschen, ich muss darauf aufpassen, dass solche Dinge nicht immer geschehen. Du meinst, dass da einer von deiner Art rumbrüllt und Kojoten holt? Das auch, ja. Okay. Generell, sollte dir irgendwas auffallen oder den anderen Schlangen, wenn du irgendwas weißt, dass du mir das eventuell sagen könntest? Im Gegenzug, wie gesagt, ich weiß, wo viele gute Ratten sind. Okay. Ja. Klingt gut. Und falls du nochmal einen Schlafplatz brauchst, dann solltest du Probleme haben, dann da kann ich dir immer gerne weiterhelfen. Hier ist Sir Schattig. Hier ist Schattig. Hier ist gut. Aber hier sind viel zu viele Menschen. Das ist die Sache. Ich bin da an was dran. Ich hatte da gestern eine kleine Idee. Aber ist es schon mal gut, dass wir zusammenarbeiten werden. Und jetzt, ich habe dir ja was versprochen. Steig auf. Ja. Und dann würde ich ihn mal, ich meine, da war ich ja auch, das war, glaube ich, an dem Abend, wo ich mit Sam unten in der Kanalisation war und so. Da sind wir dann nachher aus diesem Ausgang raus, der noch in der Stadtgrenze war. Und in der Kanalisation sind 100 pro fette Ratten. Und gerade auch da an diesem Eingang, da ist da vielleicht noch ein bisschen Vegetation, dass sie da auch mal rein und raus gehen. Würde ich halt dahin gehen. Okay. So, da wären wir. Dann würde ich ihn nur runterlassen. Du siehst den Eingang da vorne. Mhm. Also, ich bin mir ziemlich sicher, hier wirst du auf jeden Fall fündig werden. Danke schön. Nicht dafür. Falls ich dich in der Wüste finden möchte oder dich kontaktieren will, bist du dann auch hier oder bleibst du an dem Haus, was ich dir gezeigt habe? Kommt drauf an, ob ich dir das fütte, was ich denke, was ich finde. Okay. Gut. Dann mache ich so einen Schritt nach hinten und ziehe so meine Mütze ab. Dann danke ich ja schon mal, Pharao. Mach's gut. Und guten Appetit. Danke. Gleichfalls. Ja, und dann würde ich zurückgehen. Ja. Was macht Scarlett, wenn sie erwacht? Sie würde die Ereignisse vom Vorabend genauestens aufschreiben. Quasi selber so ein Buch anfangen, wie es ihr Erschaffer hat, mit ihren Notizen und das alles aufschreiben. Das wird auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, weil sie wirklich alles, so diese ganzen Eindrücke versucht festzuhalten. Okay. Damit ist er dann auch noch eine Weile beschäftigt, denke ich. Und was macht er zu guter Letzt Ronan, wenn er aufwacht? Der lässt auch irgendwie das Ganze nochmal Revue passieren, was da so gelaufen ist. Vor allen Dingen, wie einfach ihm das dann nach kurzer Zeit so wieder von der Schippe ging. Ihm kreisen da so ein bisschen die Gedanken, wie viel eigentlich von diesem Leben noch in ihm steckt. Und jetzt macht so ein bisschen Selbstreflexion und
würde sich dann aber auch darauf besinnen, dass ja da noch eigentlich was anstand. Es gibt ja noch ein paar Fragen, die geklärt werden müssen. Ja. Also wird er meinem Club anrufen. Er kommt nicht mehr einfach vorbei, er meldet sich an. Ja, dann klingelt das Festnetz bei Sam. Ja. Hey, ich bin's. Hi, Rona. Hast du heute Zeit oder bist du beschäftigt? Ich habe gerade was zu tun, aber ich bin hier im Club. Also es ist auch was, was ich jederzeit unterbrechen kann. Kein Problem. Ich dachte, wenn es für dich passt, auch in deiner Funktionsweise als Sheriff, könnten wir uns an die Befragung setzen von Sarah. Sehr gerne, doch. Ich bin auch nicht scharf drauf, sie unbegrenzt hier bei mir rumhängen zu haben. Sie muss ja auch ernährt werden. Ich würde die beiden anderen mit dazu rufen. Ist vielleicht kein Fehler, Zeugen dabei zu haben. Gut. Ich schätze mal, keine Ahnung, Stunde oder so. Sag dann einfach Bescheid, dass. Also kommt dann einfach oben kurz im Büro vorbei. Alles klar. Dann gibt's den Rundcall. Naja, beziehungsweise er ruft dann vermutlich in der Bibliothek an, auf dem Festnetz. Ja. Müsste wahrscheinlich trotzdem bei Scarlett irgendwie rauskommen. Ja, yep, und dann gebe ich meinen Zuspruch und bin dann, mach mich dann auch auf den Weg. Denk dran, dass du um 2 nun einen Termin hast. Mhm. Wie viel Zeit ist denn noch bis dahin? Ich denke irgendwie März, ich weiß nicht, wann der März ist, dann müsste noch relativ früh die Sonne noch untergehen. Kommt drauf an, wie lange es dauert. Also mit der Befragung. Wird auf jeden Fall ein bisschen stressig. Okay, na wenn nicht, kann ich ja dann mittendrin auch gehen. Dann würde ich mir halt einen Wecker stellen, dass ich, was weiß ich, so eine halbe Stunde vorher, dass ich dann noch Zeit habe, da zu dem Park zu kommen. Mhm. Ganz klassisch, so einen Wecker mitnehmen. Zumal der Club ja auch irgendwie an dem Außenrand der Stadt ist und der Club halt in der Mitte, der Park halt in der Mitte. Ja, und dann halt auch Bruce anrufen. Ja, dann geht Anna zunächst ans Telefon, weil Bruce ist ja unterwegs mit der Schlange. Mhm. Weil Handy hatte Bruce ja nicht. Meldet sich Anna bei Ronan am Telefon. Ja. Hey Anna, ich bin's. Namen. Ist Bruce zufällig da? Nein, der ist, seit ich aufgestanden bin, nicht da. Weiß nicht, wo er hin ist. Ja. Wenn er wiederkommt, könntest du ihm was ausrichten? Ja. Er soll dann mal zum Club kommen, zwecks Befragung der Inhaftierten. Ich hätte ihn gerne dabei. Sag ihm Bescheid. Danke dir. Ja. Über Umwege wird Boosters dann irgendwie auch mitbekommen. Vielleicht kommt er ein bisschen zu spät dann zu der Befragung, weil er ist ja erstmal rumgezogen, aber ja. Also es sind erstmal Scarlett, Sam und Ronan erstmal alleine. Und Bruce kommt dann irgendwie ein bisschen später dazu. Hat jemand von den Reizenden da schon mal eine intensive Befragung durchgeführt? Sagen wir es mal so, mein Erschaffer hat mir da ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben, wie man Leute durchaus dazu bringen kann, zu reden. Allerdings bezog sich das mehr auf meine Kräfte. Ich denke mal, den Einsatz sollten wir erstmal weglassen. Ist gut, das aber im Hinterkopf zu haben. Eindruck ist allerdings immer eine nette Sache.
also einen gewissen Eindruck im Vorfeld zu erzeugen. Gut, dann sehen wir mal, ob es was das Ganze auf sich hat. Ich habe keine Ahnung, was passieren könnte. Besonders nicht, falls sie tatsächlich konditioniert sein sollte von Frank. Seid einfach auf alles vorbereitet. Mhm. Ja. Kannst du irgendwie sehen, ob sie die Wahrheit sagt? Kannst du das nicht irgendwie in Leute reinspüren? Das kann ich. Ist es leichter für dich, wenn du die Fragen direkt stellst oder soll ich die Fragen stellen? Da müsstest du mir eben mal kurz sagen, was so die häufigsten Fragen sind, oder? Naja, die Frage ist, was wollen wir genau wissen? Also wir müssen letztendlich sicher gehen, ob sie tatsächlich Täter oder Opfer ist. Oder Mittäter. Also Alleintäter, Opfer oder Mittäter. Weißt du was, stell du die Fragen, ich schreibe mit und... Falls euch was einfällt, flüstert es mir kurz und dann kann ich die Fragen stellen. Mhm. Ist einfacher, die Gedanken zu lesen, wenn man im laufenden Gespräch ist. Wenn sie bei irgendetwas lügt oder du das Gefühl hast, dass sie da nicht selber redet, wollen wir sie direkt damit konfrontieren oder wollen wir irgendein Zeichen vereinbaren, was du uns dann gibst? Dass wir das in den Notizen markieren können, dass das vielleicht irgendwie ein Punkt ist, wo sie beeinflusst worden ist oder wo sie lügt oder... Ich würde gegen den Stuhl klopfen, wenn ich das Gefühl habe, sie lügt oder irgendwas stimmt nicht. Okay, weil dann können wir das ja bei ihren Antworten entsprechend markieren und... Mhm. Gut. Ich bräuchte dann vielleicht 2-3 Sachen nur, damit sie sehen kann. Genau, meinst du? Ein Pflock, die Machete. Die Machete habe ich. Alles mal auf den Tisch legen, dann. Aber, also, dass ich sehen kann. Das lässt sich einrichten. Gut. Na dann. Ja, während ihr sprecht, kommt Bruce dann irgendwann unten beim Eingang erstmal an. Und du siehst dann irgendwie das Sicherheitspersonal, die erkennen dich ja. Joseph, Robin, hi. Hi. Gut, dass du da bist. Gibt ein bisschen Stress hier. Keine Ahnung. Stress. Haben wir Vollmond oder so? Schaut mal so an die vorbei nach draußen. Nicht, dass ich wüsste. Was ist denn los? Wer macht Stress? Ständig irgendwelche Leute hier irgendwie, keine Ahnung, benehmen sich wie Trotz gerade. Wir haben schon den 5. rausgeschmissen. Oh, was ist denn los da drin? Wer ist gerade drin? Ist David drin? Sprech mal eben mit dem. Ja, klopft den dann auf die Schulter so, halt die Ohren steif mäßig. Oh, David. Hi. Ich bin gerade noch umgekommen. Was ist los? Keine Ahnung, irgendwie. Ziemlich, naja, schlimme Laune hier drin bei einigen. Schauen wir so auf die Tanzfläche. Ja, ist relativ gut gefüllt. Irgendwie wummert auch irgendwie, ja, also jetzt nichts Ungewöhnliches zu sehen. Mhm. Okay. Was, womit du nicht fertig wirst? Nee, ist nur viel zu tun. Verstehe das. Ich kann ihn später ablösen, aber ich will zur Chefin eben kurz. Jo, ich habe mir auch ein paar Leute hier abgestellt, dass sie innen aufpassen, weil es kommt immer so aus heiterem Himmel anscheinend, keine Ahnung. Ja, Antonio sollte ja sowieso Zeit haben, der ist doch eh hier irgendwo. Könnte sich auch mal nützlich machen. Soll ich noch welche anrufen, dass wir mehr sind? Haben wir dafür das Geld? Lass das mal lieber.
Okay. Ansonsten, wenn was ist, dann ich hole eben nur kurz ein Funkgerät, dann sag einfach Bescheid, dann komme ich rum. Mhm. So. Aber ihr packt das schon, ne? Bist ja schon groß. So, ich muss los. In dem Moment ist auf der Tanzfläche irgendwie einer, fängt einer irgendwie an rumzubrüllen. Okay. Was für eine Art und Weise. Laut kreischend und irgendwie. Weil er war vorher irgendwie ganz normal am Tanzen und irgendwie schlägt jetzt irgendwie um sich. Nevermind, okay. Schon wieder einer. Kollege, was ist dein scheiß Problem? Dann gehe ich auf ihn zu und schieb so ein paar Leute weg, die also ich, ne, bar mir so den Weg zu dem Fall. Ja. Was ist dein Problem? Was soll das Geschrei, Alter? Bist du blöd? Was soll das? Und nicht dort mal so auf irgendeine Person, die da gerade geschlagen hat dabei. Gib dir eine Kopfnuss. Ja, dann packe ich mir den. Ich so. Und dann wird er rausgekickt. Ja. Sollte irgendwie, der ist jetzt nicht die Statur davon, irgendwie, dass er sich groß gegen Bruce wehren könnte. Wird sich mit Händen und Füßen wehren, irgendwie einen Stehtisch umschmeißen oder so. Und die Rausschmeißer unterstützen dich und ja. Robin, ruf mal bei der Polizei an. Ich kenne den Sheriff, der kommt schon vorbei. Dann wirst du abgeholt, Kollege. Ja, der war schon zweimal da heute. Ja, das ist ein guter Freund von mir. Dann kannst du mal schön in so eine Außennüchterungszelle, Kollege, ne? Arschloch. Dann richtig bei so die Nase dabei. Ja, die kümmern sich um den. Der ist aber irgendwie wie von Sinn irgendwie, ne? Sehe ich in dem irgendwas? Also was, was ein Biest sein könnte? Nee. Okay. Er ist halt nur völlig enthemmt anscheinend. Ich hätte zu viel getrunken. Ah, okay. Na gut. Oder was eingeschmissen oder so. Was ja gegen die Clubregeln wäre. Sam hatte ja keine Drogenpolice ja irgendwie aufgestellt. Junkies. Ich würde mal zu der Person gehen, die da umgeschlagen hat. Alles in Ordnung, soweit hat er dich. Alles klar. Okay. Ich spreche mal mit Wendy, die ist gerade in der Bar. Dann kriegst du was. Ja, dann bestelle ich dir ein Getränk nach Wahl und dann, ja. Kümmerst dich um alles, dass irgendwie alles so eine Zufriedenheit hast und kannst dann zu den anderen aufschließen. Die dann irgendwie gerade mit ihrem Gespräch fertig sind. Und gerade auf dem Weg nach unten sind. Was ist denn hier los in dem Kackladen heute? Das gibt's doch gar nicht. Hi, Entschuldigung. Was ist los? Irgend so ein Spartner hat angefangen rumzuschreien und um sich zu schlagen. Bestimmt ein Junkie oder so, hat mir die Nase übereinander gebrochen. Wie alt war denn der Kerl ungefähr? Mitte 20. Anfang Mitte 20 oder so. So ungefähr mein Alter. Seltsam. Die Jungs oben meinten, dass das irgendwie häufiger schon passiert ist heute. Haben wir so ein Junkie-Problem hier oder was? Ich würde mich nachher mal mit Ihnen unterhalten. Scarlett kann mal einen Wits Awareness Wurf machen. Wits Awareness. Ah, hier. Nee. Nee. Corny hat sich Sprache verschlagen. Oder hattest du einen Hunger gekriegt über Nacht? Ich hatte einen Hunger gekriegt, okay, ja. Okay, dann könntest du zwei wiederholen. Wie würde ich das machen? Gibt es eine Funktion auf dem Charakterbogen mit Willpower Reroll? Willpower. Unter Willpower. Ah, okay.
So, und zwei darf ich. Probieren wir es nochmal. Yay! Das siehst du, funktioniert doch. Ja, du siehst irgendwie eine auffällig, also für dich auffällig wirkende Gestalt, wie sie irgendwie durch die Menge streift. Relativ bleich, aber halt auch auf irgendwie so ein bisschen puppenartig geschminkt. Irgendwie mit so einem Kuss, mit so einem Kussmund-Ding irgendwie. Und auch so ein total unpassend für so einen Club irgendwie trägt so ein kleines Mädchenkleid. Und tanzt halt so ein bisschen so zwischen den Leuten. Leute, guckt euch das bitte mal an. Das ist so, meine Güte. Ronan und Sam, da ihr ja übernatürlich Wahrnehmung über euch Auspecks habt, euch fällt das Mädchen nicht auf. Aber ihr hattet schon, bevor Scarlett irgendwie geschaut und euch aufmerksam gemacht hat, irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Aber wenn Scarlett irgendwie guckt, mal da hinten das Mädchen, irgendwie sagt, da ist keiner. Die sieht total creepy aus. Also ich sehe da keinen. Nicht. Ihr seht das auch nicht, dann bin ich ja froh. Aber irgendwas stimmt nicht. Nein, komm, die müsst ihr doch sehen. Auffällig, die sieht aus wie eine Puppe mit dem Kleid. Das ist mega gruselig. Das klingt mega gruselig, ja? Wie sie auch tanzt, so, das ist... Meinst du die Blonde da? Ja, die hat halt viel Schminke drauf, aber... Nein, nicht die Blonde. Wo genau soll sie denn sein? Ich nehme so den Finger und fahre so genau den Weg nach, den sie macht. Sie steht gerade vor so einem Typen. Irgendwie scheint mit dem irgendwie so irgendwie zu reden und so. Okay, wie reagiert er da drauf? Der scheint die nicht wahrzunehmen. Okay. Okay, die anderen scheint sie auch nicht zu sehen. Sie versucht zu kommunizieren, aber die reagieren gar nicht. In dem Moment dreht die sich um und tanzt in deine Richtung. Bleibt dann so vor dir stehen. Also drückt sich so zwischen Ronan und Sam durch. Ihr merkt aber nichts davon. Bleibt dann vor Scarlett stehen. Du kannst mich sehen. Ja. Weißt du, wo das Kaninchen hin ist? Das weiße Kaninchen? Heißt du zufällig Alice? Ich bin Alice. Ich habe kein weißes Kaninchen gesehen. Schade. Dann muss ich mal weitersuchen. Tanz weiter. Das ist ja bestimmt irgendwo. Ja, drückt sich an Bruce vorbei. Und Scarlett? Das ist gerade ultra gruselig, Leute. Also, das ist normal, dass ich Leute sehe, die andere nicht sehen können, aber normalerweise reden die nicht mit mir. Die machen gar nichts. Alice. Kaninchen. Sie suchten Kaninchen. Dafür kann ich doch nichts. Scarlett, vielleicht sollten wir über deinen Bücherkonsum irgendwann nochmal sprechen. Ach komm. Alice im Wunderland ist ein Klassiker. Ja, und ziemlich gruselig. Einmal diese Gestalten aus den Büchern, die du liest, dir erscheinen und mit dir reden. Ich glaube, dein kleiner Ausflug letzte Nacht war nicht so gut. Na komm, ich spare mir jetzt den Witz über Bram Stoker's Dracula, okay? In dem Augenblick geht so ein Streit zwischen zwei, irgendwie zwischen einem Pärchen los. Eine guckt immer die ganze Zeit auf die Uhr und meint dann so, ich komm zu spät, verdammt, ich geh jetzt! Schreit irgendwie über die Musik und schubst so seine Freundin aus dem Weg. Wir wollten noch tanzen. Ich komme zu spät. Und läuft dann wieder raus. Da haben wir das weiße Kaninchen. Hä? Sieht ganz und gar nicht aus wie ein Kaninchen. Ja. Moment, wir haben doch mal Kaviar da unten eingesperrt, oder? Nein. Sag nicht, oh Gott, das kann abfärben. Hatte sie nicht gesagt... Naja, Sarah hatte mir gesagt, dass ihre Fähigkeiten bei anderen, also dass sie eine Aura hat, die andere so ein bisschen durchdrehen lässt. Aber das erklärt doch jetzt nicht das kleine Mädchen, was sie gesehen hat, oder?
Das könnte aber die Raserei erklären zum Teil, aber das kleine Mädchen bin ich ein bisschen ratlos. Lass uns einfach runtergehen und schnell mit ihr reden, weil je eher wir die Sache klären, umso eher bekomme ich sie aus dem Keller raus. Und ja, ich möchte nämlich nicht die Grinsekatze hier erleben. Im schlimmsten Fall. Mein Liebling. Oder den verrückten Hutmacher. Ich glaube, den verrückten Hutmacher, den sind wir doch gerade erst losgeworden, oder? Die Herzdame ist Prinz Nava dieser Stadt. Ja, das passt mit dem Kopf im Spiel. Ja, und Benava würde sich gut als verrückter Hutmacher machen, oder? Jetzt habe ich Bälle im Kopf. Er hat so einen Hut, ja. Okay. Lass uns mit Sarah reden. Zur Not müssen wir sie, wenn das hier so weitergeht, vielleicht in die Bunker flocken oder in die Bunkeranlage schaffen. Da ist sie zumindest. Da gibt es ja Behältnisse. Sim, habt ihr euch schon überlegt, wie ihr das machen wollt? Ja, Ronan wird die Fragen stellen. Ich schreibe Protokoll. Wenn einem von uns noch eine Frage kommt, dann sagen wir einfach Ronan Bescheid. Und weil wir ja nicht sicher sind, ob sie vielleicht von irgendwem beeinflusst worden ist, wenn Ronan das Gefühl hat, oder wenn sie lügt oder Ronan das Gefühl hat, dass wir an den Punkt kommen, wo vielleicht irgendwas mit ihrem Gedächtnis, ihren Erinnerungen gemacht worden ist, wird er gegen den Stuhl klopfen. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Dass wir sie nicht direkt damit konfrontieren, mit hey, du lügst, aber dass wir für uns schon mal wissen, was da ist. Okay, gut. Ja, und dann würde ich mir beim Runtergehen dann so ein bisschen mal gucken, ob meine Nase jetzt richtig ist. Guck mal irgendwie auf so eine spiegelnde Oberfläche. Dann. Bruce, wenn du willst, ich kann dir damit helfen. Ich hab's mal gelernt. Oh ja, ich kann das nicht so gut einschätzen. Mein Gesicht ist sonst nicht asymmetrisch. Dann würde ich Bruce die Nase richten. Knick, knack. Mach mal einen Rouse-Test. Halt ja in ein paar Minuten schon wieder. Ja. Wunde verheilt, ohne Problem. Ja. Oh, das ist besser, auf jeden Fall, danke. Blödes Arschloch. Ja, wenn ihr runtergeht zum Zellentrakt, irgendwie hört ihr dann irgendwie, wie jemand so irgendwie immer diese Geräusche, wie man, wenn jemand so an einem Gitterstäben lang geht, so blub, 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 blub. Ist da unten schon jemand? Sarah? Also außer ihr? Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Oh, Rona, geh schon. Ja, die Iren kosten ja nichts. Da geht er vor. Ja, Sarah ist in der Zelle und läuft wie so ein aufgescheuchtes Tier irgendwie an den Gitterstäben lang. Hey Sarah. Ach, endlich. Ich hab so Hunger. Hast du sie so wollt mich doch jetzt lassen? Hier nicht in dieser Zelle verrotten lassen, ohne dass ihr mir was gebt, oder? Ich würde schon sagen, dass sie zwischendurch was bekommen hat. Also sie wird wahrscheinlich nicht absolut satt sein, aber auch nicht extrem hungrig. Also, dass man auch mit ihr reden kann, ohne dass sie ihn anspringt. Tja, wir haben dich ein bisschen schmoren lassen, aber ich hoffe, wir können jetzt diese ganzen Sachen mal klären, die dir widerfahren sind.
Elysium und so. Schieß los. Ja, also Ron baut dann seine kleine Apparatur da auf, legt dann da auch die Knarre drauf. Also Knarre. Wow, was hast du vor? Erstmal nur dir ein paar Fragen stellen. Nee, ist klar. Aber wenn tatsächlich irgendjemand mit deinem Verstand Mist gemacht hat, Brunnen. Kommt einen Schritt näher. So ein Gitterstab, das, was euch doch trennt, flüstert sie zu dir. Ist das ein Witz? Mit meinem Verstand rumpf ist schon, zu welchem Clan ich gehöre. Ja. Und alle, die das können, sagen, sie sind dagegen immun. Oder das könnte mir nicht passieren, oder dieses, oder jenes, oder wie auch immer. Ich würde jetzt Ron in die Hand auf die Schulter nehmen und ihn einen halben Schritt auch wieder von den Gittern wegziehen. So, na, na, na. Gib ihr keine Gelegenheit. Darum möchte ich das gerne klären. Was zur Hölle denkt ihr von mir? Sarah, ganz ruhig. Hier ist keiner dein Feind. Das... Da hinten auf dem Tisch sieht anders aus. Das sind Sicherheitsmaßnahmen. Aber ich hab hier kein Operationsbesteck oder sonst was in der Hand. Wäre ja noch schöner. Nimmt sich einen Stuhl, zieht ihn dann so ran, ist so auf 3 Meter entfernt. Wo ist Jelly? Untergetaucht. Wo? Keine Ahnung, hat sie mir nicht gesagt. Du solltest auf sie aufpassen. Das war unser Deal. Ja, und sie tut Dinge. Aber da jetzt die Blutjagd auf alle Simplatz ausgerufen ist, du kennst das Problem. Ja. Fangen wir mal mit dem offensichtlichsten Ding da an. Wo hast du das Aberzeichen auf deinem Rücken? Das die Leute so ängstigt. Von einem Tätowierer aus Mexiko-Stadt? Warum lässt du dir ein Abad-Logo tätowieren? Naja. Man musste sich dort ja anpassen. Ist besser, wenn man das vorzeigen kann da. Dann wird man nicht gefragt, zu wem man gehört. Das heißt, das war so ein Tarnungsding, so ein Undercover-Ding. Will nur in Ruhe gelassen werden. Warst du schon mal in der Sabbatstadt? War jetzt nicht auf meiner Urlaubsliste. Was hast du denn da gemacht? Bestimmt kein Urlaub. Sarah. Ich versuche, die Sachen zu entkräften, die gegen dich vorgebracht worden sind. Ich brauche ein bisschen was. Ein bisschen vielleicht auch unangenehme Wahrheiten oder so. Ich habe verdammt nochmal versucht, aus dieser Familie rauszukommen. Mich irgendwo niederzulassen, wo man mich in Ruhe lässt. Mit all dem Scheiß, den ich an meinen Flossen habe. Scry the soul. Ja, es ist Irrsinn, schon klar. Also, ich sehe die irrierenden, stilisierenden Bewegungen von Wahnsinn, nehme ich an, wie das bei allen Malkavianern in der Aura ist. Sonst das Vorherrschen, die zwei vorherrschendsten Gefühle gerade? Angst und Ungewissheit. Mhm.
What? Das war nicht richtig. So. Okay. Jetzt aber. Okay. Glaube ich ihr das, was sie so erzählt? Ja. Also ich würde jetzt Scry the Soul dauerhaft anlassen, also immer wieder die Aura angucken, auch wegen Flackern oder ob ich da dann mal was aufflammen sehe, wenn ich dann weiterrede. Und du dachtest, beim Sabbat könntest du die loswerden? Oder in einer Sabbatstadt? Es war die erstbeste Stadt. Reisen ist ein bisschen kompliziert, wenn man so ist, wie wir sind. Nicht, dass ich die große Auswahl hätte. Zack, über die Grenze ist schon mal eine gute Sache. Dann irgendwohin, wo viele, viele, viele sind und man aufgrund der Masse nicht unbedingt auffällt. Und wie lange ging das gut? Bis Jelly kam. Und du bist ihr dann letztendlich gefolgt oder musstest du so oder so weg? Ich bin ihr nicht gefolgt. Warum bist du dann letztendlich weg? Naja. Es wird gefährlich für Vampire in bestimmten Bereichen. Außerdem hatte ich Jelly versprochen, dass ich mich um sie kümmere. Und sie war mit dem Bus weg und ich habe Nachforschungen angestellt. Und war dann sehr überrascht, als ich die Verbindung hier in die Stadt rausgefunden habe. Da wusste ich, sie ist in Gefahr und bin verdammt nochmal hierhin zurückgekommen. Wieder in die Arme meines lieben Familienoberhaupts. Wie lief denn das Wiedersehen? Rate. Ich hab dir schon mal gesagt, dass ich das schwarze Schaf der Familie bin. Du hast das hier auf dem Elysium alles mitbekommen. Ja. Die ganzen Anschuldigungen, Indizien, Beweise. Ich bin dir auch sehr dankbar, dass du mich nicht hast auffliegen lassen. Das wäre einfach gewesen. Ja, aber der einfache Weg ist nie der richtige. Ich will aber wissen, warum jemand versuchen sollte, dir das in die Schuhe zu schieben. Hast du eine Ahnung? Bin entbehrlich? Ja gut, das sind wir faktisch alle. Naja, ich bin eine Schachfigur, die man in die richtigen Stellen geschoben hat, um einen Sündenbock zu haben. Wer würde das tun, denkst du, ganz ehrlich? Graham? Frank? Sind wir ihm zu nahe gekommen? Ich weiß es nicht. Er erzählt mir nichts. Es wäre schön, wenn er tun würde, aber er vertraut mir nicht drei Stück weit. Ich glaube aber, er hat rausgekriegt, dass ich mit dir geredet habe. Wie das? Keine Ahnung. Und wie kommst du drauf? Naja, sonst wäre ich ja keine Gefahr für ihn gewesen oder so. Ich meine, ich habe es oft drauf angelegt, zu Jellys Wohl ein doppeltes Spiel zu spielen. Ich hätte euch auch alle verpfeifen können. Aber da ihr mit Jelly verkehrt und ich Jelly vertraue. Wie lange kennst du Frank schon?
Immer? Bist du das älteste Kind von ihm? Ich bin nicht sein Kind, nein. Aber aus der Familie. Dann so ein bisschen wie bei den Giovannis, ha? Huh? Von denen weiß ich nichts. Mit dem Familienzusammenhalt, keiner tanzt. Das ist die Europäer. Ja. Die mit den Geistern. Mhm. Bäh. Man sagt, wir wären verrückt. Du hast mir mal gesagt, deine Nähe bringt andere durcheinander, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, das ist mein Fluch. Gilt das auch bei Sterblichen oder nur bei Kaniten? Ganz besonders bei Sterblichen. Zum Beispiel? Wie äußert sich das? Ja, sie werden verrückt. Würdet ihr sagen? Ich würde sagen, sie kommen näher zu dem, wie sie eigentlich sind. Was jetzt sie meistens anecken lässt in ihrer starren Gesellschaft. Sowas wie, die werden impulsiver oder so? Aggressiver? Wie in einem Drogenrausch. Enthemmter, würde ich sagen. Schmutz ist, dann haben wir wirklich ein Problem. Einige, wenn sie Probleme haben mit sich selbst oder naja, wenn sie mental fragil sind, dann sorgt meine Anwesenheit dafür, dass es daraus durchbricht. Pass auf, ich weiß, dieses Familiending, Clans-Ding, alles, und du hast mit Sicherheit auch Angst. Aber weißt du irgendetwas? Kannst du Frank mit irgendwas belasten oder in Verbindung bringen? Frank ist ein ziemlich vorsichtiger Mann. Und da er mir nicht vertraut, weiß ich nur ganz wenig. Aber ich weiß, dass er Dreck am Stecken hat. Kannst du das auch beweisen? Ich glaube, wenn ich das könnte, wäre ich schon längst weg. Hast du solche Beweise mal gesehen? Also sind die irgendwo in deinem Verstand verankert? Kommt drauf an, was man als Verbrechen auslegt. Gib mal ein Beispiel. Naja, Experimente mit Menschen im Krankenhaus? Weiß nicht. Das ist sein Revier. Sollte die anderen nicht kümmern. Zählt leider nicht wirklich als Verbrechen. Naja, für mich schon. Es gibt die Moral und es gibt die Kaniten. Was hat... Du hast so eine Ahnung, was das mit diesem Bestial Brew auf sich hatte. Wir sollten das austeilen. Er hat gesagt, er hätte den Auftrag gekriegt, das zu verteilen. Soll nicht nachfragen, von wem. Er spricht ständig, wenn andere nicht dabei sind, von mit irgendwas. Er behauptet, wir werden beobachtet die ganze Zeit. Wir müssten das machen, weil wir hier sind und die da. Ist wahrlich einer von uns, auch wenn man das nicht sieht, wenn man einfach nur so mit ihm agiert. Aber er macht sich auch ziemlich rar. Und ihm kommt zugute, dass in dieser Stadt keiner was mit den Maikaverna zu tun haben will. Ist, glaube ich, nicht nur in dieser Stadt so. Ja, kommt drauf an. Weißt du, ich habe in der letzten Zeit ein bisschen Maikaverna-Luft geschnuppert. Hast du?
Ja. Man könnte sagen, ich hatte eine ausgesprochen lebhafte Vision, wo auch ein zersprungener Spiegel drin vorgekommen ist. Und wie hilft mir das? Ich versuche ein bisschen zu verstehen, was hinter dem Wahnsinn steckt. Grab nicht zu tief. Tja, ich fürchte schon. In den Kaninchenbau. Interessantes Stichwort. Jemand hier kann Dinge wahrnehmen, die andere nicht sehen können. Und wir haben gerade eine Alice getroffen. Alice. Alice, die das Kaninchen sucht. Aus den Geschichten. Spannend. So bückt sich mal so ein bisschen vor. Sag mal. Tut mir leid, das war wahrscheinlich ich. Es gibt ja immer wieder mal Berühmtheiten unter Kainiden, die sich durch irgendwas besonders hervorgetan haben oder so. Oder berüchtigt sind oder sonst was. Ja. Sagt dir der Name Alistair Webb etwas? Taumelt zurück in der Zelle und versucht irgendwie Land zwischen sich und dich zu bringen. Bist du verrückt? Was hat sich an der Aura verändert? Nicht viel, weil sie hatte vorher auch schon Angst. Jetzt ist das vorherrschende Gefühl. Ja, das warst du vorher auch schon, aber ja. Ron steht auf und geht einen Schritt näher zur Zelle. Er ist jetzt irgendwie ganz von der Zellenwand weg und es steht an der Wand. Hat den Finger so auf. Guckt sich so um. Und kennst du Betty? Was? Ist das der schwarze Mann? Keiner weiß, ob er schwarz ist oder weiß oder gelb oder rot. Aber du hast seinen Namen gehört. Du kennst ihn. Gerüchte über ihn gehört und dass es nicht schön ist. Man sagt, wenn man seinen Namen mal zu häufig ausspricht, kommt er einen holen. Ähnlich wie Malcolm. Nur schlimmer. Er nimmt nicht dein Unleben, sodass du verschwindest. Er nimmt dein Unleben für sich. Ich habe da vielleicht eine schlechte Nachricht. Ja? Ich glaube, oder ich bin mir relativ sicher, dass er hier ist. Dann müssen wir verschwinden, so schnell wie möglich. Unter der Stadt. Wir müssen weg. Wo ist Pnava? Der muss uns rauslassen. Pnava ist fort. Die Ratte hat das sinkende Schiff verlassen. Scheiße! Kickt so gegen das Bett. Scheiße, 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 scheiße. Sie ruckt wieder rum und kommt so ganz nah, wenn du an einem Gitter stehst, irgendwie zu dir. Du musst Jelly herausbringen, egal wie, mach es irgendwie. Mach es möglich, dass sie rausgeht. Ruf Pnava an oder keine Ahnung, bring ihn her. Stimmt. Was könnte Frank denn von ihm wollen? Pnava. Nein, von... Ich nenne den Namen jetzt nicht, aber...
Keine Ahnung. Niemand sollte irgendwas von dem wollen. Wie ich schon sagte, er nimmt das, was du bist, und dann bist du nicht mehr du, sondern erst du oder, naja, du bist er oder... Das heißt, er stiehlt Identitäten? Das erklärt es. Warum er in meiner Vorstellung kein Gesicht hatte, sondern alle Gesichter. Niemand weiß, wie er aussieht, weil er alles und niemand ist. Also ist er so eine Art Gottheit? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall jagt mir das eine Heidenangst ein. Offensichtlich. Frank hat davor auch immer keine Angst, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass er plant, ihn freizulassen. Und unter seine Kontrolle vielleicht sogar zu bringen. Nein, 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 das würde... Ach, das würde... Ich weiß nicht. Sarah, wir brauchen dich. Wir brauchen dich bei dieser Sache. Wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen Frank aufhalten. Was es auch kostet. Wir müssen hier weg. Wir kommen aber hier nicht weg und daher müssen wir wissen, wie wir ihn aufhalten können. Gib uns irgendetwas. Töte ihn einfach. Wenn er das macht, töte ihn einfach. Wenn er ihn holt, töte ihn. Ist es nicht nach dem, was du uns gesagt hast, zu spät, wenn wir Frank töten, nachdem er ihn geholt hat? Das stimmt. Das stimmt, scheiße, das stimmt. Gib uns irgendwas an die Hand, wie wir Frank an den Arsch bekommen können, sodass er ihn gar nicht holen kann. Wir müssen ihn festsetzen. Und dass er keinerlei Unterstützung mehr hat, gar nichts, niemanden, damit er allein ist mit sich und seinen Gedanken. Weiß nicht. Denkt nach. Weiß nicht. Geh rein. Kann euch ins Krankenhaus reinschmuggeln, dann könnt ihr selber gucken. Denkst du, dass sich dort überzeugende Beweise finden ließen, die den Ältestenrat überzeugt? Von was? Von irgendetwas, dass er die Camarilla gefährdet. Das würde erstmal reichen. Und was ist, wenn er das nicht macht? Gibt es irgendwelche Beweise dafür, dass er die Anweisung gegeben hat, das Spaceship Brew, dass er es tatsächlich war, dieses Zeug zu verteilen? Hast du dafür irgendwelche Beweise? Irgendwelche schriftlichen Sachen, die wir vorlegen können, um zu sagen können, er hat dieses Zeug an euch verteilt. Nein, aber er hat es mir gesagt und den anderen auch. Dann machen wir das aus der Familie. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Das macht ihn nur verdächtig, ja, aber... Mein Wort zählt eh nichts, ich bin eh angeschlagen. Eben drum, deshalb ja die Frage, ob es irgendwas Schriftliches gibt. Richtig. Was uns zu dem Punkt bringt, war eigentlich steht ja auch noch dann eine Hinrichtung aus, was gegen sie vorgebracht wurde beim Elysium. Belastet sie ziemlich stark, also sollten wir auch schauen, dass wir sie da rauskriegen. Ja, ganz ehrlich, Sarah, ich will nicht deinen Tod. Und das nicht nur wegen Jelly. Ist egal, was mit mir passiert. Pass auf Jelly auf. Was hat Frank noch in der letzten... Denk bitte gut nach, auch... was vielleicht andere Familienmitglieder wissen könnten oder mit wem wir sprechen könnten. Wir brauchen Beweise gegen Frank. Wenn du die Person bist, die uns diese potenziell liefern kann, dann bist du quasi eine Kronzeugin gegen ihn und somit erstmal vor einer Hinrichtung sicher. Ich sag alles, auch wenn ich nichts weiß. Ronan, weiß sie wirklich nichts oder... Redet die Wahrheit. Sie sagt die Wahrheit. Er ist verdammt...
Er tut nichts gegen die Organisation. Er handelt innerhalb der Parameter. Ob das jetzt gut ist für die Gesellschaft oder nicht, ist ihm aber scheißegal. Aber er verstößt nicht gegen einen der Gebote. Weißt du, warum er dieses Beast Jail Brew verteilen lässt? Hat er ein Interesse daran, dass hier Dünnblütige rumlaufen? Keine Ahnung. Naja, wenn er sagt, er hat selber den Auftrag dazu bekommen, es wäre zu das nichts, wäre das nichts, wenn ich aussage, dass das von ihm kommt und das ist auch, naja, dann hat er die gemacht und das müsste doch ein Verbrechen sein, oder nicht? Dünnblüte erschaffen. Das ist ja genau das, was ich dich gerade gefragt habe, ob du dafür irgendwelche Beweise hast, weil nur dein Wort wird leider aufgrund deiner Position und diesem hübschen Bildnis auf deinem Rücken nicht aussagekräftig genug sein, um ihn dingfest zu machen. Er aus deiner Familie steht in dem am nahesten. Bitte? Wer aus deiner Familie ist denn, wer steht dem am nächsten? Wer ist der Musterschüler sozusagen? Genau. Meine Mutter? Aber ihr dürft ihr nichts tun. Ihr habt mit dem Ganzen nichts zu tun. Steht denn die Möglichkeit, dass er es ihr gesagt hat? Woher er das Zeug hat, wie er das gemacht hat, falls er es gemacht hat? Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Er sagt was und das wird gemacht. Da fragt niemand, warum, weshalb, wieso. Stellt euch das nicht so vor, als wäre das eine Zusammenkunft von Gleichberechtigten. In dieser Familie haben wir nicht unseren eigenen Willen, wir machen das, was er macht. Das habe ich befürchtet. Deswegen bin ich ja das schwarze Schaf, weil ich meinen eigenen Willen habe. Aber ich weiß, wo die Laster geparkt sind. Und in den Lastern ist doch dieses Zeug drin. Reicht das nicht? Nun ja, diese Aussage würde dich vermutlich noch mehr belasten. Man wirft dir ja vor, dass du das alles in die Wege geleitet hast. Wenn du jetzt auch noch sagst, wo die Laster stehen, ist das wie ein Schuldeingeständnis. Aber das passt, weil ich diejenige war, die das machen sollte. Das ist das, was ich meinte mit Durchkonditionierung. Aber meine andere Frage, wir wissen jetzt, wie sie reagiert hat, nur bei dem Namen. Meint ihr nicht, wenn wir die direkte Konfrontation mit Graham suchen und dem Namen, dass wir ihn damit vielleicht durchaus gesprächig kriegen? Sollte den Namen nicht aussprechen. Nehmen wir mal an, Graham ist selber nur ein Bauer in dieser ganzen Geschichte und wird von außen manipuliert. Wie du schon gesagt hast, er hat ja mit irgendwem, von irgendwem bekommt er Befehle. Richtig. Er redet mit, er nennt sie die, die außen sind. Die außen sind. Die großen Alten? Die außen sind. Ist jemals ein Name gefallen? Nein, die außen sind. Das ist alles, was ich... Das macht Sinn. Aber wenn ich dir das jetzt erkläre, macht es für dich keinen Sinn. Versuch es bitte trotzdem. Na, hast du jemals daran gedacht, dass... Naja, außen, was außen und innen wirklich bedeutet. Hier in dieser Stadt würde ich sagen, innerhalb der Kuppel. Nein, nicht Stadt, über generell.
Was macht die Welt zur Welt? Was macht die Welt? Welt ist drin oder ist die Welt draußen? Oh, jetzt wird's kompliziert. Siehst du? Aber das ist mal der einfache Part. Ich meine, ich weiß, dass es die Fleischlande gibt, die Skinlands, wo wir nein, sind. Nein. Das ist alles drin. Oder draußen, je nach Perspektive. Aber wie ist die Definition dann von außen? Das kommt auf die Perspektive drauf an. Jetzt habe ich Kopfschmerzen. Wir kommen alle den Maikavianern. Okay, außen. Ja, die draußen. Nicht draußen von der Stadt, draußen. Und mit denen spricht er. Ja. Behauptet er zumindest. Zu mir sprechen sie nicht. Glaube ich. Was wäre, wenn? Paranoia confirmed. Vielleicht ist der Alistair Webb von draußen. Wahrscheinlich sogar. Nein? Fängt ein bisschen an, vor sich hin zu stammeln. Aber du hast vorhin davon gesprochen, dass es viele Gerüchte über diesen Mr. Webb gibt. Sagt seinen Namen nicht. Was weißt du genau? Weiß man, wie er war als Kainit? Was hat er gemacht? Wofür war er bekannt? Er ist Allah und niemand. Das heißt, er hat auch alles und nichts gemacht. Also so eine Art Schrödingers Katze. Ja. Nur, dass er Schrödinger und die Katze war. Und die Box. Und das Gift. Und der Hammer. Und die Fiole. Und der Tisch, auf dem sie standen. Das hat's jetzt entwirrt. Und kann es sein, dass er Dinge ist? Ich weiß nicht. Ich traue es ihm zu. Sag mal, wenn dieser Kerl so eine Berühmtheit ist, warum weiß dann keiner von uns was über ihn? Oder ist er nur bei deiner Familie berühmt? Ich weiß nicht, ob er wirklich berühmt ist. Da er ja jeder ist, ist er definitiv berühmt, so wie die Leute im Fernsehen. Aber da niemand ist, ist er auch nicht berühmt. Okay, Mädel, du hast eine Schraube locker. Das wird so ein Nick von Ron sein. Echt jetzt wirklich? So. Tja, letztendlich denke ich, führt wirklich keinen Weg daran vorbei, dass wir mit Frank direkt reden. Ich bringe euch rein, dann könnt ihr ihn überraschen. Dann kann er wenigstens nicht weglaufen. Also kann er schon, aber... Lass mal versuchen. Das wäre... Ich kenne den Raum, wo er immer mit den anderen spricht. Dann vielleicht bringe ich euch da rein. Das ist doch was. Spricht er so mit denen oder benutzt er dafür irgendwas? Ich bin mir nicht sicher, was benutzen bedeutet in dem Sinne. Naja, vielleicht eine Art Medium oder sowas. Naja, er ist sehr interessiert an den okkulten Sachen. Ja, das wissen wir. Ich weiß, dass er ziemlich mit deinem Erschaffer mal aneinander geraten ist, Scarlett. Okay. Das würde erklären, warum er die Gunst der Stunde genutzt hat, ihn zu verleumden. Weißt du, worum es dabei ging? Ums Krankenhaus? Irgendwie hat dein Erschaffer irgendwie gesagt, das wäre nicht
gut, dass es in den Händen meines Clans ist. Was also, ich so nachvollziehen kann, wenn ich dir so zuhöre. No offense. Der wollte, glaube ich, dass es Alternativen gibt in dieser Stadt. Zu dem Krankenhaus. Expandieren, glaube ich. Wollte den Vorschlag machen. Ah, okay. Dann haben sie sich in die Haare gekriegt. Weil das Gesundheitswesen ist Grahams Sache. Und das ist schon immer so gewesen, nehme ich an. Seit ich denken kann. Warum ist er so erpicht auf das Gesundheitswesen? Ja, es ist ziemlich... Wenn du Blut brauchst, Blutreserven, wenn du Informationen über Menschen willst an ihrem schlimmsten Punkt in ihrem Leben. Klar, die Krankenakte. Oder jemanden verschwinden überhaupt willst. Informationen über Menschen aus den Krankenakten kann man viel entnehmen. Hauptsächlich am Anfang war es, glaube ich, nur das Blut. Da fällt mir eine Sache ein. Er hat, glaube ich, auch ein Problem damit, Leute zu trinken, direkt. Ah, da kommen wir der Sache schon näher. Sam, wie hieß noch bei der Stalker? Donald Nanny. Ja, den sollte ich auf dich ansetzen. Und warum? Weiß, wie gesagt, sagte doch. Er sagt, wir machen. Das war kurz bevor ich ausgebüxt bin. Ich vermute, das hat irgendwas damit zu tun, was dein Erschaffer hier gemacht hat, als er hier war. Was weißt du darüber? Warte mal. Ronan, du hast gesagt, was auch immer es war, dieser Geist, den du in dem Messer hattest, dass es neidisch war auf die Beziehung zwischen Andrew und Katharina. Was ist, wenn dieser Neid nach wie vor besteht? Sam ist ja quasi... du weißt schon. Was ist, wenn das Spiel hier weitergeht? Öffnen sich Möglichkeiten. Oder vielmehr Wege. Gefallen mir aber alle nicht sonderlich, sind alle ziemlich rabenschwarz. Zu dem Zeitpunkt hat Andrew noch gelebt, oder? Als die Sache mit dem Stalker war. Ja. Hattest du nicht... Es schaut kurz zu Sam gesagt, dass irgendwas an ihm komisch war? Ja. Ich würde dann nahe zu Ronan gehen. Er hat komisch geschmeckt. Ich wollte es jetzt nicht so sagen. Weißt du zufällig, ob er ein Ghoul war? Du bist gemutet? Kann gut sein. Also wenn, dann nicht von dir. Nein. Habe keine, zumindest wüsste ich es nicht. Dafür, dass er nur verfolgen sollte, so war er aber ganz schön rabiat. Er sollte nicht verfolgen. Sondern? Sollte Informationen über sie kriegen. Aber dass das Ganze ist irgendwie ausgeartet, wie immer, wenn ich in der Nähe bin, habe ich ja eben schon gesagt. Ich verstärke Gefühle und so. Ich habe quasi Mist gebaut. Aber ich war außerhalb der Stadt zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich konnte abhauen.
Das habe ich genutzt. Bin nach Mexiko rüber. Hab dann gehofft, dass der schon zur Vernunft kommt, wenn ich wieder Power. Nicht ganz. Tja. Dafür ist dieses bisschen Ausarten aber ganz schön heftig abgegangen. Wie ich schon sagte, in meiner Umgebung passieren schlimme Dinge. Trotzdem ist noch immer ein Unterschied, ob jemand oben auf der Tanzfläche durchdreht oder zum Serienkiller wird. Kommt auch darauf an, wie sie Leute vorher geneigt waren. Okay, Punkt für dich. Ich denke, wir machen das, oder? Zu Graham gehen? In quasi Grahams Allerheiligstes sozusagen. Mit Führung. Und das ist jetzt wieder so ein Ding, also schaut mal zu Sam. Sarah muss aus dem Club raus, bevor es hier noch zu einem Aufstand kommt. Nichts für ungut. Und sie sollte sicher sein vor Frank. Also was konkret schlägst du vor? Entweder, dass wir uns einen Unterschlupf überlegen oder ihr könntet das Urteil einfach vollstrecken, dann bin ich aus dem Weg. Kann ich kein Unheil mehr anrichten. Ich glaube nicht, dass Jelly davon sehr begeistert wäre, solange es noch eine Wahl gibt. Das wäre sie... Naja, das ist ein schöner Gedanke. Aber es ist wichtiger, dass sie sicher ist, anstatt dass sie mich mag. Das habe ich dir schon mal gesagt. Wenn ich wollte, dass das, was wir hatten, wieder kommt, dann hätte ich anders gehandelt. Mir ist klar, dass das nicht sein darf und kann. Auch da habe ich Mist gebaut. Ronan, komm mal kurz mit vor die Tür. Mhm. Zur Frage, klingelt mein Wecker schon oder habe ich noch Zeit? Dieser Uraltwecker. Hast noch Zeit. Okay, gut. Ich habe einen Hookwecker. Aber ich denke, das müssen wir in die nächste Session verschieben. Ja, klar. Wenn wir sie jetzt pflocken, dann wirkt doch ihre Kräfte nicht mehr, oder? Keine Ahnung. Wenn du gefloppt bist, können immer noch geistige Fähigkeiten theoretisch wirken. Bei starken Vampiren, ja. Du kannst niemanden mehr umboxen oder durch die Luft werfen, aber theoretisch kannst du noch immer zumindest der Legende nach Befehle erteilen oder sowas. Ja, die ganz alten Vampire können das. Ihr wisst aber ganz genau, dass sie kein alter Vampir ist. Dadurch, dass sie ein Zinnblatt gezeugt hat. Aber ich denke, bei ihr müsste die Verbindung dann eigentlich weg sein. Du hast dann nur natürlich immer dann, wenn du das Ding rausziehst, einen Vampir in Raserei. Also einen verrückten Vampir in Raserei. Klar, das würde das Problem temporär beheben, aber dann kommen wir immer noch nicht so nah an Frank ran. Und wenn wir sie umbringen, auch nicht. Das heißt, wir müssten erst zu Frank und dann brauchen wir sie auch nicht mehr umbringen. Vermutlich. Könntet Frank was könntet sie bei ihm flocken und das als Beweis gegen ihn verwenden. Wir könnten ihn tatsächlich zu einem Angriff auf sie provozieren. Stimmt. Beziehungsweise, wenn sie uns da reinbringt und dabei ist, wird das vermutlich schon reichen. Ich muss mal was überlegen, aber ja.
Also wir bringen sie zu ihr. Also sie, wir bringen sie zu ihm. Sie führt uns durch. Es gibt eine Konfrontation, in welcher Art auch immer. Wir erwähnen den Namen. Flocken sie. Let the show must go on. Ich würde nicht sagen, dass wir sie pflocken. Ich würde vorschlagen, einer von uns trägt einen Pflock so, dass ihn ein wütender Frank Graham sehr leicht greifen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich damit einem Pflocken zufrieden geben würde, wenn er wirklich sauer wird. Ich würde sagen, das Risiko müssen wir eingehen. Wir sollten es auf jeden Fall dabei haben, ja. Wir sollten alles Mögliche dabei haben, was nicht so auffällig ist. Gib ihm die Möglichkeit, dass er derjenige ist, der sie angreift. Mhm. Vielleicht reicht der Name ja auch schon, um eine Reaktion auszulösen. Und wenn sie geflockt ist, was dann? Wo bringen wir sie hin? Ganz schlecht noch einen zweiten Killer ausheben. Und ich möchte sie ungern in die Hände von Veronica geben. Aktuell. Nun, erstmal könnte sie ja geflockt hier im Keller bleiben. Stimmt. Ja. Gut, machen wir es so. Während ihr draußen gesprochen habt und bei Scarlett und Bruce sind ja noch bei ihr, tigert sie wieder von einer Ecke des, der Zelle in die andere. Ruckt dann auf einmal irgendwie zu euch um. Scheiße! Was? Beastry Brew. Ja? Das ist ein Anagramm. Für was? Scheiße, ich hab's ausgesprochen. Dann überlegt er so. Oh. Tja, ein Wortspiel. Es wäre natürlich auch noch irgendwie interessant zu wissen, woher, also, wenn er das selber gemacht hat, wo hat er das gemacht? Wenn er das hat importieren lassen, woher kommen diese ganzen Laster. Oder war das auch ein Auftrag, den du machen musstest eigentlich? Die Laster kommen aus Mexiko-Stadt. Hm. Hey, das ist es doch auch. Verbindung zum... Ach scheiße, das habe ich ja gemacht. Dang it. Gibt es irgendwelche Beweise? Ah, du hast die Laster, oder? Die sind wieder auf dich zugelassen. Ja. Aber ja, wir machen es so. Wir konfrontieren Frank direkt. Okay. Und mal gucken, ob er sich zu einer Dummheit hinreißen lässt. Du konntest doch, konntest du nicht hier... Was konnte ich? Außer gut aussehen? Wissen, was mit... Du hast gesagt, du hast den durch den Spiegel geguckt. Wie hast du das gemacht? Meine Gabe des Sehens ist so weit fortgeschritten, dass ich bei Gegenständen die Schwingungen spüren kann, die auf ihnen ruhen. Ich habe das, ich habe noch Klamotten, wo ich den Lasterbefehl gekriegt habe. Reicht das? Es wäre vielleicht ein Versuch wert, ob ich daraus was sehe. Allerdings habe ich sie ziemlich lange getragen. Es wäre vielleicht, vielleicht nahmen sie meine... Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ehrlich gesagt, ich auch nicht so richtig. Ich habe das jetzt erst zweimal gemacht.
Könntest du uns vielleicht, gibt es vielleicht einen anderen Gegenstand von Frank, der vielleicht Dinge gehört und gesehen hat, die uns in diesem Fall helfen könnten? Ich soll ihm was klauen? Klar, kann ich machen. Ja, oder du sagst uns, ob es irgendwas gibt, was immer bei sich trägt, was wir ihn bei unserem Besuch vielleicht entwenden können. Eine Kordjacke vielleicht. Sind Möglichkeiten. Allerdings wird das ziemlich schwierig, da dran zu kommen. Man trägt die quasi ja immer. Ich bin jemand, der sie am Tag stiehlt. Jemand von euch ein Ghoul? Noch nicht. Aber wollen wir vielleicht nicht erst mit ihm reden, bevor wir ihn beklauen? Weil wenn er das irgendwie spitz kriegt, dass wir das waren, wird er definitiv nicht mehr mit uns reden. Wenn wir einfach unangemeldet in seinem Allerheiligsten stehen, dann redet er auch nur mit uns, weil ihm da wahrscheinlich nicht viel anderes übrig bleibt. Also ich glaube... Aber richtig, da sind wir einfach zu ihm gegangen. Das ist per se noch nichts Verwerfliches. Wenn wir versuchen, ihm etwas zu stehlen, ist es ein persönlicher Affront. Möglicherweise reicht es, wenn ich die Jacke berühre. Allerdings ist auch er ein Malkavianer und wir wissen, was das letzte Mal passiert ist, als du da was versucht hast. Und im Beisein von Graham würde ich das ungern. Ich kann mich nicht um dich und ihn kümmern, falls es ernst werden sollte. Naja, ich glaube, ehrlich gesagt, lag das beim letzten Mal daran, dass der Gegenstand Voldemort gehört hat. Und wenn Graham das Gefäß von Voldemort ist? Ja gut, dann bin ich am Arsch. Voll interessant eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Man sagt immer, wenn da kein Need von uns gegangen ist, war es das. Das ist, schaut jetzt so ein bisschen böse Ronan an, wenn Ronan das Gefäß von Voldemort ist. Dann bin ich erst recht am Arsch. Ihr könnt Ronan nicht mehr vertrauen, ihr müsst ihn von Jelly fernhalten. Jetzt geht's okay. Los. Wenn wir ehrlich sind, kann hier niemandem vertrauen und ja. Halten wir uns nicht mit so etwas auf. Ich mache mir mal ein paar Gedanken. Und hört auf mit dem Voldemort-Quatsch. Ihr wisst genau, wie das bei Voldemort war. Der Name hat Angst und Schrecken verbreitet. Ja, aber wir nennen ihn ja. Wir sagen ja nicht der, dessen Name nicht genannt werden darf. Dann sagt gleich Alistair Webb. Nein, sag es nicht! Darum geht es doch aber. Das war doch auch der Witz bei Voldemort. Du vergisst ja nur eine winzige Kleinigkeit. Das war eine Erfindung. Das ist real. So krank das irgendwie klingt. Aber jetzt mal, bevor wir den hier total verteufeln, wir wissen ja noch nichts über diesen Alistair Webb, außer komische Gerüchte. Aber sind wir mal ehrlich, mein Erschaffer hat in seinen Unterlagen stehen, dass es durchaus Kaniten gibt, die sich optisch verändern können. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Also es ist theoretisch für viele unserer Art möglich, jemand anderes zu werden, kurzzeitig, um dem Ganzen mal den Gruselfaktor zu nehmen. Aber es ist natürlich auch für einen Spion oder für einen Serienkiller kainitischer Art perfekt, wenn er halt immer ein anderes Aussehen annimmt. Richtig. Ob das kann auch rein auch praktische kann? Gründe haben. Hey, Jack the Ripper? Der konnte gut mit Frauen. Ja, besonders von innen. Okay, also bleiben wir jetzt bei dem Plan, dass wir ihn direkt konfrontieren. Würde ich vorschlagen, ja. Ja, vielleicht ergibt sich vor Ort auch noch eine schnelle Gelegenheit, etwas einzustecken. Und für alle Notfälle haben wir ja eigentlich ein Totschlagargument. Den Schlüssel
Ja. Wenn das zu seiner Plan Garage. Ist. Gut, ich gucke so Richtung Sarah. Richtig. Wenn das euer Plan B ist. Allerdings frage ich mich jetzt, diese Finsternis, was würde passieren, wenn ich da den LKW anfasse? Aber das behalte ich beim Hinterkopf. Ich sollte das nicht so oft machen. Sonst kriege ich die Zelle daneben. Ich würde dich besuchen kommen. Oder du solltest es gerade so oft machen, damit du mal klar siehst. Kannst du vielleicht auch draußen von drinnen unterscheiden. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für jemanden, der nicht von Natur aus diese Gabe hat. Ist für alle gut, zu wissen, was draußen und was drinnen ist. Oh, ein wenig dreht sich bei mir auch. Ich bin schon vorhin ausgestiegen. Anscheinend hast du den Spiegel ja schon zerbrochen. Ich habe gerade ein sehr schönes Standbild von Ririan. Ja. Gleich wird er uns verlassen und dann wird es hier ein bisschen das Overlay zerschießen. Aber wir sind eh schon auf 22.41 Uhr. Das heißt, wir können an dieser Stelle auch irgendwie einen Cut setzen. Ja. Vielen Dank fürs Spielen heute. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja. Da ist er weg. Gucken wir mal, ob wir das ein bisschen gefixt kriegen hier. Ja, da kommt er wieder. Guck mal. Yay. Zack. Was da ist er wieder. Da? Ja, wir haben eh einen Cut gesetzt gerade an der Stelle. Ist gut. Und ja, vielen Dank fürs Mitspielen. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr so fleißig kommentiert habt. An den Zwergpaladin für das Spammen des Namens. vielleicht gebe ich mal einen Command ein, irgendwie, dass der Bot dann irgendwas macht, wenn einer Alistair Webb in den Chat schreibt. mal gucken. Vielen Dank für das ganz fleißige Mitchatten und Miterleben des Ganzen. Wenn ihr das später schaut auf YouTube, könnt ihr uns ja auch einen Kommentar hinterlassen. Schreibt mal ein paar ordentliche Alistair Webbs in die Kommentare, damit alle noch ein bisschen paranoider werden. Wenn ihr nicht genug kriegen könnt von dieser Runde, ich empfehle euch immer den Patreon. Da gibt es massig extra Geschichten über diese Runde als PDF zum Lesen. Hier ist der Link, da findet ihr das. Außerdem gibt es noch Charakterbögen und eine Karte von der Stadt und also gerade für diese Runde hier einiges zu entdecken. Wenn euch das interessiert, sei es euch das ans Herz gelegt. Ansonsten geht es in 2 Wochen, wenn alles klappt, weiter auf diesem Kanal mit einer neuen Runde und dann schauen wir mal, wie es an der Stelle mit der Story weitergeht. Und vielen, vielen Dank, dass ihr so fleißig dabei seid und ihr, dass ihr so mit toll mitmacht. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr die 2 Wochen überbrücken könnt, dann könnt ihr zum Beispiel mal beim Kakko auf dem Kanal gucken und da was entdecken. Nebst gelaufenen Rollenspielrunden am Mittwoch, wenn ich mich recht entsinne, gibt es mal wieder Pen and Paper und zwar spielen wir unsere Savage Worlds Ripper Brut Runde weiter. Allerdings immer noch in geminderter Besetzung, weil der gute Sligon leider immer noch nicht kann. Wir hoffen alle, dass wir immer wieder dazustoßen können. Aber ja, da gibt es wieder den D-Rex, die Tava und mich, wie wir auf die Jagd nach den Kindern von Jack the Ripper gehen. Ja, das klingt doch gut. Und wenn euch das nicht zusagt, Jack the Ripper Jagd und so euch zu langweilig ist, dann guckt ihr beim Rerion vorbei. Der spielt nämlich nicht Jack the Ripper. Nein, aber so ähnlich. Da geht es am Dienstag weiter mit Call of Cthulhu und dem Horror im Orient Express.
Ja. Wo seid ihr gerade? Welche Station? In Mailand. Milano. Da können Dinge passieren, ich sage euch das. Ja. Keine Spoiler für diesen Ope fällt mir gerade ein. Oder ihr schaut bei Mondi auf die diversen Kanäle. Mondi, habe ich gehört, macht inzwischen hier auch Rollenspielrunden. Da startet demnächst auch eine Vampire V20-Runde, glaube ich. Ne? Genau, am 30. um 20 Uhr ist die erste Folge quasi mit der Tremere-Kampagne. Also wer da Lust und Zeit hat, gerne reinschauen. Genau. Ansonsten findet man auch ganz viel auf deiner Twitch-Seite irgendwie schön gestreamte Sachen. Da hast du eine Challenge gemacht, glaube ich. Was? Gestern, dritte? Ja. Dritter Platz, ja, dritter aber Platz. 9 Stunden. Ich war danach etwas fertig. Ja, also lohnt sich da reinzuschauen. Genau. Schaut da vorbei bei Mundi. Und ja, wer Fan ist von Feramin und wissen will, wo sie außer dieser Runde noch mitspielt, der schaut auf Twitter, folgt ihr da und da findet ihr dann immer schön aufgelistet und anhand dessen, wo sie gerade mitspielt. Was ist deine nächste Runde, wo du mitspielst? Tatsächlich erst am kommenden Samstag die G7 bei Mischka. Also DSA. DSA G7. Das ist eine Zargeweihte, geht wieder an den Start. Genau. Gut. Dann haben wir auch den Werbeblock hinter uns gebracht. Vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank fürs Nachgucken, wenn du es später schaust. Und wir sehen uns in 2 Wochen in dieser Konstellation hoffentlich wieder. Und alle sind gesund und munter und erfreuen sich an den malkavianischen Hirnwindungen. Den Segen der Nacht. Tschüss. Ciao. Tschüss.